Sehr geehrter Herr Eppelmann, sehr geehrter Kollege Gehler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen darf ich Sie heute Abend zum Vortragsabend im Rahmen der Europagespräche heißen als Dekan des Fachbereichs 1 Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Mein Name ist Martin Schreiner, bin von Haus aus Religionspädagoge und evangelischer Theologe, deswegen freue ich mich umso mehr, dass Herr Eppelmann heute Abend zu uns spricht. Ich hatte schon die Freude, ihn kurz anlässlich des Eintrags ins Goldene Buch der Stadt Hildesheim vorhin kennenlernen zu dürfen. Und ich darf Ihnen jetzt schon verraten, es hat sich gelohnt, dass Sie heute Abend gekommen sind. Sie werden es nicht bereuen. Und wenn Sie bereit sind zuzuhören und nachher mitzudiskutieren, verspreche ich Ihnen einen äußerst gelungenen Abend. Ich darf auch die herzlichen Grüße übermitteln des Präsidiums, namentlich des Präsidenten, Herrn Professor Friedrich, der sich noch sehr gut an eine Begegnung vor 20 Jahren mit Herrn Eppelmann auf dem Podium der GSA-Tagung erinnert. Er ist heute Abend aber verhindert und lässt ganz herzlich grüßen. Ich möchte diesen Abend und dieses kurze Grußwort zum Anlass nehmen, um auch an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich Herrn Kollegen Gehler zu danken für das ganz großartige Engagement, das er hier in seiner relativ kurzen Zeit in Hildesheim an den Tag legt. Er hat das Fach nach innen und außen äußerst visibel gemacht und ich erinnere mich noch gerne, vor knapp einem Monat haben wir in der Michaeliskirche die grandiose Ehrentagung eröffnet und das beweist und eben vielen anderen auch, was er hier wirkt und auch in die Stadt hinein und weit über die Region hinaus zaubert und dafür auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. An den Dekan des Fachbereichs 1 kann eigentlich nichts Besseres passieren als Kollege Gehler. Das hier haben wir. Sondern Herrn Eppelmann wird jetzt gleich Herr Gehler einführen, ganz kurz in die Vita unseres heutigen Referenten. Und ich freue mich sehr, Herr Eppelmann, auf Ihren Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf auch ganz herzlich begrüßen unseren Gast, Minister Rainer Eppelmann. Ich darf herzlich Dank sagen, Martin Schreiner, Dekan Fachbereich 1, für die freundlichen, allzu lobenden Einführungsworte und Ihnen allen herzliches Grüß Gott, schönen Abend für dieses Interesse, das Sie zeigen, auch im Rahmen unserer Europagespräche hier heute Abend zu einem Thema, das sich vor 20 Jahren als ein sehr virulentes, als ein sehr relevantes, als ein mitteleuropäisch, zentraleuropäisch, weltpolitisch relevantes Thema erwiesen hat. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen, wie das üblich ist, unseren Referenten, Minister Rainer Eppelmann, vorstellen und auch noch mit einer Geschichte fortsetzen, die sich im Januar 1990 ereignet hat, die mit Rainer Eppelmann verbunden ist und die auch zeigt, wie sich die Dinge in der damaligen, doch sehr schnelllebigen Zeit entwickelt haben. 1943, 12. Februar, Rainer Eppelmann wird als Sohn einer Handwerkerfamilie in Berlin geboren. 1961, wie wir erfahren haben, das war für ihn das einschneidendste Jahr, das er erlebt hat. 1953 war er erst 10 Jahre, den 17. Juni hat er auch erlebt, auch erfahren. Russische Panzer, die Menschen niederwalzen. Aber das Jahr 61 war für ihn noch viel prägender. Nach dem Mauerbau kann er das Johannes-Kepler-Gymnasium in West-Berlin, in dem er zur Studie ging, nicht mehr weiter besuchen. Er muss die Schule abbrechen und er beginnt in Ost-Berlin zu arbeiten, und zwar als Dachdecker-Hilfsgeselle. Was noch viel einschneidender war, sein Vater kehrte nicht mehr aus dem Westen zurück. In den Jahren 1962 bis 1965 hat Herr Eppelmann eine Maurerlehre absolviert und dann auch als Maurer gearbeitet. 1966 ein weiterer Einschnitt. Herr Eppelmann verweigert den Dienst in der Nationalen Volksarmee. Er leistet auch nicht das Gelöbnis ab, das man von ihm als einen Bausoldaten erwartet und fordert. Daraufhin wird er zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt, Zuchthaus, Haft.
Nach diesen bitteren und schweren Jahren, die ihn mit einem Schlag erwachsen haben werden, lassen wir uns gerade eben in einem internen Gespräch sehr aufschlussreich mitgeteilt hat, beschließt Eppelmann auch die Heirat. Aus der Ehe kommen viele Kinder hervor, 4 Kinder. Er beginnt mit dem Studium der Theologie in Berlin an der Fachhochschule, Predigerschule Paulinum. Ab 1974 ist Herr Eppelmann dann als Gemeindepfarrer in der Samaritergemeinde tätig und Kreisjugendpfarrer für den Kirchenkreis Berlin-Friedrichshain. Er organisiert Messen, Blues-Messen, an denen mitunter bis zu 8.000 und 9.000 Teilnehmer beteiligt sind. Auch umstrittene Veranstaltungen, die ihn innerkirchlicher Kritik aussetzen. Hervorgetreten ist Herr Eppelmann schon sehr früh, Anfang der 80er Jahre, auch für die westliche Öffentlichkeit wahrnehmbar als Initiator eines Aufrufs des Berliner Appells, der die Losung trug, Frieden schaffen ohne Waffen. Das war die Zeit der Friedensbewegung, die Zeit, wie Sie sich erinnern, der NATO-Nachrüstung, des NATO-Doppelbeschlusses des Westrüstens in Ost und West, SS-20 auf der einen, Cruise Missile, Pershing 2 auf der anderen Seite. 1988 erlebt Herr Eppelmann, dass in seiner Wohnung Abhöranlagen des MFS festzustellen sind, in der Stadt Anzeige. Anzeige erstattet Herr Eppelmann auch nochmal im Mai 1989, nachdem wir mittlerweile definitiv wissen, schon seit geraumer Zeit definitiv wissen, manipulierten Kommunalwahlen in der DDR. In dieser Zeit bereits, im Mai 1989, zeigt Rainer Eppelmann die SED in Friedrichshain wegen Wahlfälschung an. Im gleichen Jahr, 1989, im Oktober, begründet er die Partei, mitbegründen, tätig, demokratischer Aufbruch in Ostberlin. Das Jahr 1990, meine Damen und Herren, ist vollgespickt mit sich überschlagenden Ereignissen und auch, wie das hier erkennbar wird, an der Biografie von Herrn Eppelmann, an verschiedenen Funktionen und Tätigkeiten. Herr Eppelmann wird zunächst für einige Wochen in der Übergangsregierung Hans Modrow Minister ohne Geschäftsbereich. Nach dem Rücktritt des Chefs des demokratischen Aufbruchs Schnur, Wolfgang Schnur, übernahm Herr Eppelmann auch kommissarisch den Vorsitz des demokratischen Aufbruchs. Nach den Volkskammerwahlen im März, am 18. März 1990, wurde Herr Eppelmann dann einer der 4 Abgeordneten des demokratischen Aufbruchs, der mit der CDU eine Fraktionsgemeinschaft einging. Ab 12. April ist dann Herr Eppelmann, worauf er sehr viel Wert legt, erst A und dann V, Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR in der Regierung Lothar de Maizière, den Sie sicher noch in Erinnerung haben, erster frei gewählte Ministerpräsident der DDR im Jahr 1990. Im August kam es dann zur Fusion zwischen demokratischem Aufbruch und CDU. Herr Eppelmann ist beteiligt beim Protokoll über das Ausscheiden der Nationalen Volksarmee aus dem Warschauer Pakt, der, wie Sie wissen, im April 1991 dann sein Leben aushauchen sollte. Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit, wie er heute begangen wird, endete dann auch Eppelmanns Tätigkeit als Minister. Er war in weiterer Folge noch aktiv in der CDU in Brandenburg als stellvertretender Landesvorsitzender. Bei den Wahlen im Dezember 1990, den ersten gesamtdeutschen Wahlen 1990, errang Herr Eppelmann ein Direktmandat im Bundestag. Er wird Bundestagsabgeordneter für die CDU und ist das bis 2005. In den folgenden Jahren ist er aktiv im Rahmen der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Er gibt ein Buch heraus 1992 mit dem Titel Wendewege, Briefe an die Familie. Er wird, was sehr wichtig ist, was für die Historiker in der Bundesrepublik Deutschland, in der neuen großen Bundesrepublik Deutschland wichtig wird, in den Jahren 1992 bis 1998 Vorsitzender einer Enquetekommission, das heißt präzise der ersten und zweiten Enquetekommission, wie es heißt, zur Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur. 1993 veröffentlicht er eine Autobiografie, Fremd im eigenen Haus, mein Leben im anderen Deutschland. Er hat uns gerade eben gesagt, er würde das heute gar nicht mehr so unter diesem Titel publizieren. Es ist dann vor wenigen Jahren eine erweiterte Fassung auch seines Lebenswerks, seiner Lebensgeschichte erschienen mit Gottes doppelte Spur.
Seit 1998, meine Damen und Herren, ist Herr Eppelmann auch Vorstandsvorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ist das nach wie vor sehr verdienstvoll. Das heißt, es geht ihm nach wie vor darum, auch das, was geschehen ist im Namen dieser Diktatur, dieser zweiten deutschen Diktatur, im Namen dieses Unrechtsregimes auch aufzuzeigen. Eine Geschichte aus österreichischer Perspektive. 11.12. Januar 1990. Die österreichische Volkspartei, ÖVP, lud damals zu einem runden Tisch Europa, wie es hieß, runder Tisch Europa nach Wien ein. Es handelte sich um ein einmaliges Ereignis in der unmittelbaren Phase des europäischen Umbruchs, denn es kamen Delegationen aus nicht weniger als 28 europäischen Ländern und darüber hinaus auch noch einige Delegationen aus Übersee nach Wien. Besonders bemerkenswert war der Umstand, dass Vertreter von demokratischen Organisationen, mit denen die österreichische Volkspartei eine Gesprächsbasis hergestellt hatte, aus allen Staaten des implodierten sogenannten Ostblocks, mit Ausnahme Albaniens, daran teilnahmen. Das war damals eine Veranstaltung der sogenannten European Democrat Union, also der Europäischen Demokratischen Union. Das war ein Verbund der christdemokratischen und konservativen Parteien Europas. Deutscherseits war die Bundesrepublik Deutschland durch eine Delegation der CDU unter Leitung der beiden Kohl-Vertrauten, der Vertrauten Helmut Kohl, Staatsminister Lutz Starrenhagen und dem damaligen parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Bohl vertreten. Von Seiten der DDR nahmen zwei Vertreter der Bürgerrechtsbewegung Demokratischer Aufbruch und ein Vertreter der Ost-CDU an der Veranstaltung teil. Vom demokratischen Aufbruch waren das dessen damaliger noch Vorsitzender Schnur, Wolfgang Schnur und Rainer Eppelmann. Der erste, der erstgenannte, nämlich Herr Schnur, sollte bald wieder von der politischen Bühne verschwinden, als nämlich Anfang März, kurz vor den Wahlen in der DDR bekannt wurde, dass er für die Staatssicherheit gearbeitet hatte, zumindest Verbindungen auch bestanden. Jetzt kommt es aber, der protestantische Pastor und Bürgerrechtler Eppelmann, der im Herbst 1989 auch in Österreich eine gewisse Bekanntheit bereits erreicht hatte, wurde hingegen neben dem tschechoslowakischen Vizepremier Jan Czarnogórski und dem späteren ungarischen Premierminister Josef Antal, wie es da in einem Dokument heißt, zu einem der Stars der Veranstaltung. Es ist bemerkenswert, dass die Empfehlung, Eppelmann und den demokratischen Aufbruch einzuladen, von der westdeutschen CDU gekommen war, die von Eppelmann bei der Veranstaltung, wie es heißt im Dokument, medial in den Schatten gestellt wurde. In seiner Stellungnahme, wie es in dem zeitgenössischen Dokument heißt, wich Eppelmann in wesentlichen Nuancen von der Haltung der CDU ab. Den Begriff Wiedervereinigung lehnte er ab, erklärte er gegenüber österreichischen Medien. Die Deutschen seien im 20. Jahrhundert schon zweimal daran beteiligt gewesen, das Haus Europa, wie es hier heißt, zum Einsturz zu bringen. Jetzt, so Eppelmann, solle man nicht wieder versuchen, Zitat, eine deutsche Bombe ins Fundament des Europäischen Hauses zu legen. Man solle daher deutscherseits das Recht auf Selbstbestimmung nicht ohne ihre europäischen Nachbarn in Anspruch nehmen. Schließlich, so formulierte Eppelmann aus ostdeutscher Sicht, bräuchten die Bürger beider deutscher Staaten Zeit, um aufeinander zuzugehen. Es kam dann zu einem Streit unter diesen im Grunde gleichgesinnten Christdemokraten und Konservativen, ob man von Wiedervereinigung Deutschlands reden solle. Die Österreicher hatten dann die österreichische Lösung, die vom Vizekanzler und ÖVP-Obmann kam. Am Ende hieß die Lösung, die man dort verabschiedet hat, wir unterstützen den Wunsch aller Völker Europas nach Freiheit, Selbstbestimmung und Einheit. Dies gilt auch für die Frage der deutschen Einheit. In dieser österreichischen Lösung war offensichtlich auch Herr Eppelmann zufrieden, der uns heute berichten wird, den Weg zur deutschen Einheit, wie er ihn erlebt hat, wie er es aus der persönlichen Perspektive, aus seinen Erfahrungen erfahren hat, erlebt hat. Ich freue mich sehr, Herr Eppelmann, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen in Hildesheim. Ihnen gehört nun das Podium. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie willens sind, mir wenigstens 60 Minuten zuzuhören. Ich hoffe, dass ich Ihnen das nicht zu schwer mache, sondern dass Sie mir gerne und interessiert zuhören können. Ich
hoffe, dass das bei Ihnen nicht so rauscht, wie das hier vorne rauscht. Im 20. Jahr der Einheit Deutschlands geht eine neue Trennung durch unser Volk. Mit neu meine ich nicht in Ossi und Wessi. Das, glaube ich, ist allermeist zu den Akten gelegt. Sondern in Dabeigewesene und danach Geborene. Es gibt Menschen, heute Abend, wenn ich das richtig sehe, wohl die meisten, die haben jüngere deutsche Zeitgeschichte nach dem 8. Mai 1945 in erheblichen Teilen erlebt. Damit deutsche Teilung erlebt. Der eine oder die andere von Ihnen wird möglicherweise diese Zeit auch in der DDR oder zumindest teilweise in der DDR erlebt haben. Das heißt also, ein Großteil von den Menschen, die heute Abend hier sind, haben nicht nur die Erfahrung im Vergleich zwischen zwei deutschen Staaten, die sehr unterschiedlich sich entwickelt haben und verfasst haben, sondern zumindest ein Teil der heute lebenden Deutschen hat Diktaturerfahrung. Bin ja eingeladen worden, von mir zu reden. Ich war 46 Jahre alt, als die DDR aufhörte zu existieren. Ich habe sie also von ihrer ersten bis zu ihrer letzten Stunde wenig liebevoll begleitet. Die zwei Jahre davor, an die kann ich mich wirklich zum Glück wahrscheinlich nicht erinnern. Sonst hätte ich noch traumatische Erfahrungen vom Pfeifen und Sausen von Bomben, die auf Berlin gefallen sind. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es inzwischen eine Fülle von Menschen gibt, mindestens alle ab 20, aber wahrscheinlich auch schon die, die heute 30 sind. Die können von sich nicht sagen, dass sie bewusst die Zeit von Diktatur und Demokratie in Deutschland zeitgleich nebeneinander oder auch gegeneinander erlebt haben. Auch die, die, sagen wir mal, 1990 10 Jahre alt waren, werden noch nicht so viel staatspolitisch bedeutsame Erinnerungen in ihrem Leben haben sammeln können. Das heißt, bewusste Diktaturerfahrung, egal ob man die nur als DDR-Bürger mitbekommen hat oder als Westdeutscher, der das verglichen hat oder der Freunde oder Verwandte in der DDR besucht hat und beim Grenzübertritt feuchte Hände bekam vor Aufregung. Sie erinnern sich vielleicht noch. Die werden jeden Tag weniger. Und die Zahl derer, die nur Demokratie erlebte, wird jeden Tag größer. Und die, die nur Demokratie erlebt haben, erleben die ja nicht nur mit ihren Stärken, sondern auch mit allem Alltäglichen und mit allen Schwierigkeiten. Gerade jetzt. Ist Ihnen das deutlich, dass Ihre Kinder oder Enkelkinder, dass die möglicherweise Demokratie als nichts Besonderes empfinden, gar nicht kennen, sondern als mindestens als alltäglich, vielleicht auch schwierig, ärgerlich. Mir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber mir zum Beispiel geht das so, ich habe das schon angedeutet, ich war 46.
als ich in ein demokratisch regiertes Deutschland dazukommen würde. Und für mich ist Demokratie etwas so Kostbares, dass wenn ich beim lieben Gott einen Wunsch offen hätte, würde ich sagen, lass mich gesund 93 Jahre alt werden. Und wenn Sie fragen, warum gerade 93, dann würde ich ein Jahr länger in einer Demokratie leben als in einer Diktatur. So wichtig ist mir die Demokratie. Weiß ich nicht, weil Sie das verfolgt haben. In den letzten Jahren hat es mehrere Studien gegeben, unter anderem auch von unserer Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur angeregt oder finanziell unterstützt, mit der Fragestellung, was erfahren eigentlich die, die heute in die Schule gehen? Was erfahren die über die DDR, über die deutsche Teilung, über die SED-Diktatur? Und dem Thema näherte man sich zum Beispiel dadurch, dass man ihnen Personen der Zeitgeschichte nannte und ihnen dann 3 oder 4 oder 5 Antwortmöglichkeiten gab und sagte, nur eine davon ist richtig. Überlegt also genau, von den 3, 4 oder 5 Antworten ist nur eine richtig und die kreuzt bitte an. Da stand als Zeitzeuge zum Beispiel Erich Honecker. 18% kreuzten als für sie richtig an. Alter Bandleader. Oder ein zweiter. Bei Erich Honecker sind sie offensichtlich, wenn ich ihre Reaktion richtig verstehe, sicher, wer das war. Der zweite Zeitzeuge hieß Wolf Biermann. Lass ihn einen Augenblick länger Zeit zum Nachdenken. 18% der befragten 16- bis 19-Jährigen kreuzten als die ihrer Meinung nach richtige Antwort an, langjähriger Generalsekretär der SED. Noch der dritte Kostprobe, damit die Altbundesrepublikaner unter ihnen nicht zu übermütig werden. Willy Brandt. 19% kreuzten an, zweiter Generalsekretär der SED. Ich merke das an Ihrer Reaktion, darüber kann man ja noch eventuell schmunzeln oder lächeln. Aber dann stand zum Beispiel eine Bitte, auch damit dabei in dem Test. Nennen Sie bitte den Ihrer Meinung nach wichtigsten Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. 33% haben keine Antwort gewusst. Keine Antwort gewusst. Es gibt also offensichtlich Ihrer Meinung nach keinen wichtigen Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. Ist die Frage nach Diktatur und Demokratie nur eine Frage für ein paar Professoren oder ein paar Dekane? Und ansonsten mit unserem Leben hat sie eigentlich nichts zu tun. Unwichtig? Sie merken schon, ich meine nicht, sonst würde ich ja nicht 93 Jahre alt werden wollen. Und mir ist wichtig, Ihnen nahezubringen, aus zwei Gründen. Einmal, weil es um die Schicksalsfrage von uns Deutschen in den letzten 80 Jahren geht. Und das ist meiner Meinung nach wirklich die Frage nach Diktatur und Demokratie. Das ist eine. Und das zweite ist, warum ich jetzt gleich mit Ihnen eine Reise in die Geschichte aufnehmen werde. Und der zweite Grund ist,
Sie können als Nicht-DDR-Bürger gar nicht richtig verstehen, was im Herbst 1989 und im Jahr 1990 zwischen Oder und Elbe passierte, wenn Sie nicht ein bisschen mehr als bisher über die traumatischen Erfahrungen, die traumatischen alltäglichen Erfahrungen der DDR-Bürger etwas wissen. Zunächst sehr stichworthaltig nur, aber wir müssen mehr als 50 Jahre zurückgehen, 57. 16. 17. Juni 1953. Die Regierung der DDR möchte dem damals größten lebenden Deutschen, wenn Sie jetzt verzweifelt fragen, wer war das bloß? Ich habe ja nicht längster gesagt, sondern größter. Nach seiner eigenen Überzeugung war das damals der Genosse Walter Ulbricht, erster Sekretär der SED. Und der feierte in wenigen Tagen seinen Geburtstag. Und da wollten ihm seine anderen Kumpel einen Gefallen tun und sagten, am meisten freut er sich darüber, wenn die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, also die regierenden Werktätigen, ab sofort 25% mehr leisten als bisher. Und dabei dann so großzügig sind, dass sie nicht einen Pfennig mehr haben wollen. Sie können sich vorstellen, wie glücklich die waren und wie sehr die sich darüber gefreut haben. Und sie erinnerten sich dunkel in der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, steht damals, 1953, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen natürlich streiten, wenn sie mit Beschlüssen nicht einverstanden sind. Das taten sie dann. Forderten die Zurücknahme dieses Beschlusses, am besten gleich den Rücktritt der Regierung, die das beschlossen hat. Und dann bräuchten wir ja, Wahlen, freie Wahlen, um eine neue Regierung zu wählen. Und eigentlich wollen wir die Wiedervereinigung Deutschlands. Das waren nicht nur die Bauarbeiter nach Stalinallee in Berlin. Das passierte in über 600 Orten und Städten der Deutschen Demokratischen Republik. Und war unterstützt von etwa 1,5 Millionen Menschen, die erste Erhebung, die es nach dem Zweiten Weltkrieg im sowjetischen Machtimperium gab. Die holten die rote Fahne in Berlin vom Brandenburger Tor runter, befreiten politische Gefangene und stürmten dann oder waren gerade im Begriff, das Haus der Ministerien in der Nähe vom Potsdamer Platz zu stürmen. Da befand sich die Regierung der DDR. Die hatte aber vorher schon fluchtartig das Büro und das Haus verlassen. Die hatten in Berlin-Karlshorst, damals war die sowjetische Armee mit ihrem Hauptsitz noch in Berlin-Karlshorst, später zogen sie nach Münsdorf um. Da hatten die Schutz gesucht. Und in dem Augenblick gab der Oberbefehlshaber der sogenannten Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte den Einsatzbefehl für seine Panzer. Und dann fuhren diese Panzer auf die streikenden Männer, Frauen und jungen Menschen zu. Die versuchten mit Pflastersteinen, die sie aus dem Boden rausrissen, die Panzer aufzuhalten. Die waren verständlicherweise da nicht besonders beeindruckt von. Und in ihrer Verzweiflung hakten die sich ein, die Demonstranten. Und ging dann langsam auf die Panzer zu, in der Annahme, die werden ja jetzt anhalten. Taten sie aber nicht. Und am Ende dieses Tages waren 125 Menschen tot. Tausende verhaftet. In den Wochen und Tagen und Monaten danach weitere viele Tausend verhaftet. Über 120 standrechtlich erschossen, das heißt ohne jeden Prozess einfach umgebracht. Und dann viele Tausend zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die letzten von ihnen sind Mitte der 70er Jahre wieder ausgekommen.
Was lehrte das die DDR-Bürger? Schnauze halten. Rücken an der Wand und nur nicht auffallen. Oder abhauen. Das machst du hier nicht länger mit. Davor gab es ja schon Kirchenkampf. Ich weiß nicht, ob die Älteren sich noch daran erinnern. Nicht? Entzündete sich an der Frage, ob denn katholische und evangelische Kirche zum Beispiel in den Ferien mit ihren Jugendlichen verreisen darf gemeinsam und denn Ferien machen können. Hat ihnen die SED verboten. Die wollte die Jugend ganz für sich haben. Oder es ging dann um Konfirmation oder Jugendweihe, wie hieß das damals? Kirche, weil sie merkte, das wird ja letztlich auf den Schultern der Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen der Eltern ausgetragen, haben diesen Kampf verloren gehen müssen. Ziel war, so ein paar Grauhaie, die wird man nicht mehr davon abkriegen, dass sie an Gott glauben. Aber die Kinder und Jugendlichen, die wollen wir alle haben. Mit dem Erziehungsziel, die sollen das alle mal richtig schau finden, was wir hier in der sozialistischen DDR machen. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, da wurden denn ein bisschen später, aber das passt in diesen Komplex mit rein, die Bauern ihre Felder los. Zwangskollektivierung. Oder Unternehmer ihre Betriebe, ihre Hotels, ihre Restaurants, ihre Pensionen. Wie mögen die sich gefühlt haben, als sie das so los wurden. Diktatur oder Demokratie? Alleine vom 17. Juni 1953 bis in den Sommer 1961 haben über 2 Millionen DDR-Bürger ihre Heimat verlassen. Alle in dem Bewusstsein, du darfst nie wieder zurück. Da, wo du mal aufgewachsen bist, wirst du nicht mehr wiedersehen. Du bist ja ein Verräter. Die mussten natürlich auch heimlich gehen. Die konnten nicht alle mitnehmen, was sie hatten. Oder wenigstens verkaufen, wäre ja aufgefallen. Sondern alles stehen und liegen lassen. Im jüngsten Fall mit einem Koffer oder einer Tasche in Zug nach Ost-Berlin und dann in der S-Bahn rennen und nach West-Berlin rüber. Und zitternd, hoffentlich wusste vom Zoll nicht gefragt. Der ging da natürlich kontrollierend durch, deswegen haben sich viele nicht getraut, zum Beispiel ihre Zeugnisse mitzunehmen. Weil sie nicht so richtig wussten, was sagst du, wenn du kontrolliert bist, warum du die ganze Tasche voller Zeugnisse hast und jetzt in den Westen fährst. Also glauben Sie nicht, dass die leichtfertig gegangen sind. Die haben sich das lange überlegt, quälend. Haben wir auch Menschen zurückgelassen, Freunde, Familienangehörige, die nicht mitgehen wollten oder denen sie sich nicht mal trauten zu sagen. Übrigens muss man mit Ihnen sagen, mal hören, insgesamt vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum 9. November 1989 haben rund 4 Millionen DDR-Bürger ihre Heimat verlassen. Und das, obwohl dieses Land fast die Hälfte seiner Zeit zugemauert gewesen ist. Es hat nach meinem Wissen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa keine zahlenmäßig so große Fluchtbewegung gegeben wie die raus aus der DDR, raus aus der SED-Diktatur. Wie war das jetzt mit denjenigen, die blieben? Da waren ja mit Abstand die meisten. Die wurden uniformiert. Wurden nicht alle Polizisten oder Soldaten. Aber am Ende der DDR waren rund 95% aller Kinder in der Pionierorganisation, also in der Kinderorganisation der SED. 95% aller Jugendlichen waren in der sogenannten Freien Deutschen Jugend, von der die SED selber sagte, Kaderschmiede
unserer Partei. Und wer da eine Spitzenposition hatte, hatte hervorragende Karriereaussichten auch in der Welt der Erwachsenen. Und da stellen wir, die allermeisten von Ihnen werden zwei langjährige erste Sekretäre der FDJ mit Namen kennen. Vielleicht nicht in der Funktion jetzt, aber aus denen ist hinterher was geworden, was mieset, aber was bekanntet. Erich Honecker und Ion Krenz. Oder schätzungsweise auch 80, 90, 95% der Werktätigen waren im sogenannten Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Der Vorsitzende da drin, oder Harry Tisch, war natürlich Mitglied des Politbüros, SED-Mitglied, und der gehörte also zu der Creme von 23 führenden Männern in der DDR. Oder noch eine Zahl, auch da sind zum Glück keine 95%, rund 3 Millionen erwachsene DDR-Bürger waren parteipolitisch gebunden. 2,23 Millionen waren Mitglied der SED und die anderen in der mit der SED eng verbündeten und verwandelten Blockparteien, die letztlich alle nur machten, was die SED sagten. 3 Millionen von schätzungsweise 12,5 Millionen Erwachsenen, die in der DDR jemand. Das heißt, 20-25% aller Erwachsenen gehörten zu einer politischen Richtung, in der sie organisiert war. Wenn man das umrechnen würde auf die heutige Bundesrepublik Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern, dann müsste man damit leben, dass die Linken 20 Millionen Mitglieder hätten. Stellen Sie sich mal das Fürchterliche vor. Ich hoffe, Sie sagen, das ist ja fürchterlich. Nicht bloß das mit den 20 Millionen Linken, sondern mit 95%, die dasselbe gut finden sollen, die sich dasselbe wünschen, die also offensichtlich gleich ticken, gleich denken, vor dem gleichen Angst haben, das gleiche haben wollen. 95% der Menschen geistig, geistlich, religiös, philosophisch, gesellschaftspolitisch uniformiert. Und das angesichts der Tatsache, das haben wir doch inzwischen alle gelernt, dass jeder von uns anders ist. Und dass er gute Gründe dafür hat, anders zu sein als sein Bruder, als seine Schwester, als sein Mann, als seine Frau. Selbst Menschen, die viele Jahre zusammen gelebt haben, gut miteinander gelebt haben, sind doch nicht gleichgeschaltet. Erziehungsziel bei uns war Gleichschaltung. Ausdruck dafür, das überzeugende Votum der Bürgerinnen und Bürger der Deutschen Demokratischen Republik bei den Volkswahlen. Egal ob Kommunalwahlen oder Volkskammerwahlen. Erinnern Sie sich noch an die Zahlen? 98, 99%. Ich muss Ihnen mal gestehen, ich habe zuletzt fürchterliche Angst gehabt. Und dachte, um Gottes Willen, wann kommen die das erste Mal über 100%? Bis wir mitgekriegt haben, auf welche Art und Weise man das überprüfen kann. Zu dem Mitkriegen, das war nicht bloß eine intellektuelle Frage, hört ihr dann auch noch, dass wir uns nicht trauen, ne? Dahin zu gehen, an der öffentlichen Auszählung teilzunehmen. Jeder merkt, die schreien jetzt auf. Und das in jedem Wahllokal, um hinterher sagen zu können, wir haben mitgeschrieben, was ihr an Zahlen im Wahllokal genannt habt. Und die Zahlen, die ihr jetzt veröffentlicht, sind völlig anders. Das passierte im
Mai 1989. Und wenn Sie nicht wissen sollen, auch in der Deutschen Demokratischen Republik war Wahlbetrug strafrechtlich bewährt. Das heißt, die, die das machen, sind Kriminelle gewesen. Waren alle Kriminelle. Und zumindest einige von ihnen wollen heute nicht nur in den sogenannten neuen Bundesländern, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen alles zu ihrem Glücke wenden. Zu ihrem Glücke wenden. Ungebrochen. Und nun wurde aber, um einen Schritt zurück, noch schlimmer, als es beim 17. Juni 1953 schon war. Jetzt kam auch noch Verzicht der sogenannten bürgerlichen Ehrenrechte, nicht? Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Streikfreiheit, das alles war mit dem 17. Juni nachweislich erledigt, hat den keiner mehr versucht, weil er wusste, wie das endet. Aber eins gab es ja noch, durch diese kleine Tor S-Bahn in Berlin. Man konnte zumindest noch gehen, wenn man ein Jahr nicht mehr aushielt oder nicht länger aushalten wollte. Meiner Meinung nach das elementarste aller Menschenrechte. Es ist schön, wenn man auch bürgerliche Ehrenrechte hat, keine Frage. Aber man muss wenigstens gehen dürfen, wenn man es da, wo man im Augenblick gerade lebt, nicht mehr aushält und kaputt geht. Wenn man im Bild gesprochen sagt, ich ersticke unter diesen Lebensbedingungen, das halte ich nicht mehr aus. Ich muss gehen, sonst ersticke ich. Dieses elementare Lebensrecht ist uns am 13. August 1961 genommen worden. Wenn da ein DDR-Bürger, wenn er raus wollte, zu den staatlichen Behörden ging und sagte, ich erstick hier, ich will raus. Ich weiß nicht, ob das jemals einer gesagt hat, aber wenn er das sagen würde in so einem Bild, ich ersticke, wenn ich hier bleiben muss, dann hätte ihm der zuständige Bearbeiter gesagt, und das ist inhaltlich zumindest in vielen Tausenden, Abertausenden von Fällen 30 Jahre lang passiert, dann musste eben ersticken. Diktatur oder Demokratie? Kein Einfluss? Nur auf Dekane und Professoren? Was machen Menschen, wenn sie unter solchen Verhältnissen leben, also unter so einem politisch-ideologischen Druck? Denn die haben ja letztlich bestimmt, wer Abitur machen darf. Wer eine gute Berufsausbildung kriegt, wer studieren darf, wer Bestarbeiter ist und ein Anrecht hat, sich für einen Golf einzuschreiben, wer mal eine Westreise machen darf, das haben die bestimmt. Was macht man denn, wenn man denn nicht mal mehr gehen kann? Entweder man verstellt sich, man lügt oder man flüstert. Und die DDR-Bürger haben wie viele Polen, viele Ungarn, viele Tschechen, viele Rumänen, Bulgaren, Menschen in der Sowjetunion geflüstert. Was meine ich denn damit? Sie haben sich sehr genau überlegt, wo sie was, wie sagen und wie laut. Und oft haben sie eben nur gedacht und nicht gesagt, obwohl sie eigentlich hätten sagen müssen. Oder haben zum Beispiel zu ihren Kindern gesagt, erzählt bloß in ihrer Schule, dass wir Westfernsehen kicken. Wenn ihr das gefragt wird, müsst ihr sagen, nein, natürlich nicht. Sonst kriegt ihr schlechte Noten und wir kriegen Schwierigkeiten in unserem Beruf.
geht da wohl in Kindern vor, wenn die zum Lügen erzogen werden? Oder was geht den Eltern vor, denen ihr Glaube mit Gott und Jesus eigentlich wichtig ist? Und die trauen sich nicht, ihre Kinder zur Firmung oder Konfirmation zu schicken. Wir sagen, ja, das will, ich kann denen noch nicht die ganze Karriere verbauen. Oder was geht den Menschen vor, die heiraten wollen? Zum Standesamt gehen sie, klar. Und zur Trauung warten sie auf den nächsten Urlaub. Und heiraten denn in einem Urlaubsort, wo sie keiner kennt. Damit man nicht mitkriegt, dass sie was mit ihr zu tun haben. Meinen Sie, dass das spurlos vorbeigeht? Wie geht denn nur weiter nach dem 13. erst? Mit der Macht der Bilder. Ich frage mich manchmal, was wären gewesen, wenn es am 17. Juni schon ein Millionenvolk von Fernsehzuschauern hier hätte? Wäre möglicherweise ganz anders verlaufen. War aber nicht. Aber nun kommst du. Stiefel kommt schon. Wir konnten nicht mehr raus. Du schlägst die 95 wieder zu, die 95%. 95%, geschätzt, gibt natürlich keine Statistik, aller DDR-Boyer sind jeden Abend ausgereist. Trotz antifaschistischen Schutzwall und Volksbund Mauer genannt. Jeden Abend. Außer die, die im Tal der Ahnungslosen lebten, ne? Ich meine, die in Dresden und die auf Rügen, die armen Kerle konnten nämlich kein Westfernsehen gucken. Die anderen guckten Westfernsehen. War Ihnen das deutlich, dass wir jeden Abend in ihre Wohnstuben gekickt haben? Durch die Linse von ARD und ZDF, also kriegen sie nicht zu viel Angst, ja? Aber wir sahen ja da deutsche Wohnstuben, deutsche Küchen. Wir waren dabei, wenn sie frühstückten, wenn sie einkaufen gingen, wenn sie um eine Ecke bei Wolle oder Kaufhof oder wo auch immer waren. Wir waren dabei. Wir waren dabei, wenn sie ins Büro gingen, wenn sie in eine Fabrik gingen, wenn sie Klamotten kauften. Wenn sie ihr Auto kauften, und das war sie ja aus Blech. Oder wenn sie verreisten, in Ecken dieser Welt, wo wir überhaupt keine Ahnung davon hatten, wo das sein könnte. 30 Jahre lang, 95% von uns. Haben Sie sich mal gefragt, was wir da so dachten, als wir in ihre Wohnstuben guckten? Ich will Ihnen das gerne verraten und hoffe, dass Sie jetzt nicht zu sehr erstaunt sind. Wir dachten, Mann, geht denen das aber gut. Was die alle können, was die alle dürfen. Wo die hin dürfen. Und denn, jetzt wurde es mir ein bisschen peinlich, dann haben wir uns natürlich gefragt, sind Sie so viel besser als ich, dass Sie so viel mehr Möglichkeiten und Chancen haben als ich? Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, nee, so viel besser sind sie nicht. Wahrscheinlich nicht fleißiger, nicht klüger, nicht mutiger, nicht einfallsreicher. Und dann blieb bloß noch eine Antwort übrig. Es muss an dem System liegen, Diktatur oder Demokratie. Sie haben ganz andere Möglichkeiten, ihr Leben, ihr Alltag zu gestalten, weil sie das zumindest so
nicht unwesentlichen Teil mitentscheiden und mit beeinflussen können, den wir eigentlich nur folgen sollen, anbeten sollen, gehorchen sollen. Mit jedem Tag, den wir da geklickt haben, ist die Sehnsucht, wir möchten genauso leben wie Sie, größer geworden. Wäre vielleicht ganz anders geworden, wenn wir ökonomisch erfolgreicher gewesen wären als Sie, nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist ja die Behauptung der Sozialisten und Kommunisten nach ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis bis heute. Die Befreiten von der Ausbeutung befreiten Massen, also Sie jetzt nicht, sondern damit war natürlich die DDR vorher gemeint, die werden jetzt so weit von fleißig und fantasievoll und motiviert und klüger und besser sein, dass die befreiten Massen mit Riesenschritten an den Ausgebeuteten und ihren Wirtschaften vorbeiziehen. Ziel war, ich kann mich noch erinnern, was sie uns dafür ein Zukunftsbild in der Schule gemalt haben. Sie wären alle zu uns gekommen. Wenn das, tut sicher, sie wären alle gekommen, wenn das eingetreten wäre, was die prognostiziert haben, streng wissenschaftlich. Sie müssen bloß wissen, alle diese sozialistischen und kommunistischen Staaten haben das nicht einen Tag geschafft, was sie für immer schaffen wollten, erfolgreicher zu sein als marktwirtschaftliche Gesellschaften. Ein wesentlicher Grund dafür, dass sie letztlich alle gescheitert sind. Weil die Völker diese Regierung, die denen versprochen hatten, mit uns und auf dem sozialistischen Weg wird es euch besser gehen, nichts wurde. Die Macht der Bilder, also in dem Falle jetzt der Medienbilder, hat also einen gewaltigen Einfluss auf das Bewusstsein und auf die Wünsche der allermeisten, die er vorher hat. Und dann kam es um den zweiten Aspekt unter der Überschrift Macht der Bilder zu nennen, tauchten auf einmal bei ARD und ZDF immer mehr Bilder auf von Demonstrationen von Menschen in der Bundesrepublik, in Skandinavien, in den Niederlanden, die sagten, meine Güte, uns macht das eine fürchterliche Sorge und Angst. Diese ständig weiter wachsende Hochrüstung mit diesen schrecklichen Waffen. Die reichen doch jetzt schon, um uns 3 oder 4 Mal zu vernichten. Und nur noch mehr. Und denn, die DDR verstand sich ja als Friedensstaat, haben sie selber so gesagt, wir sind für den Frieden. Und dann sagten die, schimpften auch, Honecker zum Beispiel, schimpfte fürchterlich über Pershing und Kruse-Missel. Berechtigterweise. Wo es denn beging, einen entscheidenden Denkfehler. Die SS-20 bezeichnete er als Friedensdauer. Nicht als was Schreckliches. Und spätestens da begriffen wir, einige, das darf nicht so weitergehen. An der Stelle muss mehr Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit in die Debatte reinkommen. Und dann bildeten sich auf einmal im Raum der evangelischen Kirche Gruppen von Menschen, die zusammenkamen und sagten so, losgelöst von dem, was die Regierenden sagen, wir müssen jetzt überlegen, was an dieser Stelle gesagt werden muss. Wir müssen handeln. Und zwar ein Stück weit in dem Bewusstsein, wenn wir nichts machen, können wir noch ein paar Jahre scheinbar in unserem kleinen bürgerlichen Frieden leben. Aber es wird immer schlimmer werden. Und das ist viel schlimmer als das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, wenn wir aufhören zu flüstern und anfangen laut zu reden. Oder mit den Worten des großen Václav Havel, ein Wort, das auch wenn es möglicherweise viel weniger kannten, aber ein Stück weit die Erkenntnis im Herbst 1988, 1989 zum Bewusstsein vieler
Demonstranten in der DDR dazugehörte. Und dieses Wort von Václav Havel will ich Ihnen gerne sagen. Ich sage es Ihnen sogar zweimal, in der Hoffnung, dass Sie dann eine größere Chance haben, es zu behalten. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Not tut, Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Warum passierte das in der Kirche, in der evangelischen Kirche? Und zwar zunächst in den ersten Jahren ausschließlich. Es gab eine Veranstaltungsverordnung in der DDR, die besagte, jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik darf sich versammeln und Demonstrationen durchführen. Normalerweise ist dies aber die Sache der Parteien und Massenorganisationen der Deutschen Demokratischen Republik. Und die waren, wissen wir ja inzwischen, alle gleichgeschaltet. Die Direktive kam von der SED. Es gab eine einzige Ausnahme in diesem Gesetz. Da stand nämlich die Passage drin, die Kirchen regeln und verantworten ihre gottesdienstlichen Veranstaltungen selbstständig. Und irgendwann sagten wir uns, war sicher kein Zufall, dass das hauptsächlich Pfarrer waren, die viel mit Jugendlichen und Jugendarbeit zu tun hatten, die also auch immer wieder mal Gottesdienst oder Versammlungsform probierten, die nicht nur eine strenge kirchliche Form von Sonntagsgottesdienst hatten, in dem Bemühen, dass da möglichst viele Jugendliche hinkommen und auch mitmachen, dass wir sagten, meine Güte, dann müssen wir ganz fantasievolle gottesdienstliche Veranstaltungen durchführen. Und dann begannen wir zum Beispiel eine Gesprächsrunde mit dem Verlesen eines biblischen Textes und ein paar Gedanken dazu. Wir redeten dann über die Fragestellung, was muss in Europa oder in Deutschland oder noch besser in der DDR jetzt eigentlich passieren, damit der Frieden in Europa wieder sicherer wird. Und das Ganze endete denn aus guten Gründen mit einem Gebet und einem Segenswort. Nach unserer Vorstellung war das eine gottesdienstliche Veranstaltung. Haben sie auch zähneknirschend geduldet. Später kam überzeugend dazu, nachdem wir merkten, das läuft ein bisschen. Mit der Ökologie ist das genauso. Nicht nur Frieden zu anderen Völkern, sondern auch Frieden mit der Natur. Wir hatten ja fürchterliche Schaumkronen, nicht? Verdreckte Flüsse, verdreckte Luft. In so einer Großstadt wie Dresden, wir hatten Ende des nun schon vorvorigen Jahrhunderts Klärbecken so ein Überlaufsystem gehabt. Und da war dann im Laufe der Zeit ein Klärbecken nach dem anderen kaputt gegangen. Und seit den 70er Jahren waren sie alle kaputt. Und dann lief eben alles auf Deutsch gesagt ungeklärt in der Elbe. Und so sah die denn eben doch aus. Oder, kann mich noch erinnern, in der Zeitung, ganz stolz stand da eines Tages drin, in Neustadt an der Orla, Ort in Thüringen, haben wir jetzt den größten Schweinestall der Welt. Haben leider nie darüber berichtet, dass dank des desolaten Verkehrsverbundes und der Kraftfahrzeuge dieser Riesenschweinestall nicht in der Lage war, die anfallende Gülle abzutransportieren. Und deswegen ist die im Umfeld dieses größten Schweinestalls der Welt, zum Beispiel am nahegelegenen Donnerberg, versickert worden. Was dazu führte im Laufe der Jahre, dass da kein Strauch mehr wuchs, die Bäume eingingen, aber Menschen lebten und Kinder spielten. Aber wir hatten den größten Schweinestall der Welt. Diktatur oder
Sozialdemokratie. Und dann kam er zu ein paar ganz wichtigen Schulterschlüssen. Es gab ja verschiedene sogenannte Bürgerrechte, also Namen, den wir uns selber nicht gegeben haben, sondern der ist uns verliehen worden von westlichen Journalisten und Politikern, wenn die dann von uns reden wollten, Sammelbegriffe Bürgerrechte. Wir selber hätten das ja gar nicht so sagen dürfen, das wäre ja schon der erste Schritt im Knast gewesen. Manche von uns hatten nicht sehr große Angst vor mir, finde ich. Ich gebe zu, ich selber auch nicht. Ich war ja inzwischen schon mal drin, hatte das ja erlebt und wusste, wenn du weißt, warum du im Knast bist und keine Blödsinn oder Dummheiten gemacht hast, sondern wegen deiner Überzeugung, dann kommst du normalerweise gestärkt wieder raus und nicht geschwächt. Also damit konnte man mir Kinder Angst machen, so manche anderen auch nicht. Aber wir fragten uns, wie geht es weiter in diesem Land? Und wir wollten diese DDR bunter machen, offener machen, menschlicher machen, demokratischer machen, effizienter machen, erfolgreicher machen. Und ich rede immer ehrlicherweise von der DDR. Natürlich hätte ich mir gewünscht, so zu leben wie Sie. Aber ich habe ja keine Antwort gewusst auf die Frage, wie. Wie sollte denn zur deutschen Einheit kommen? Aus welchem Grund sollte die Sowjetunion ihre 360.000 Soldaten aus der DDR wieder zurückziehen? Die waren ja froh, dass sie da standen. Und das, was nachher mit Gorbatschow sich ab 85 entwickelte, das war Anfang der 80er Jahre noch nicht sehbar. Wir hatten ja noch die Erfahrung vom 17. Juni 1953, von Ungarn 56, Prag 68, Polen 60, 70, 80 in Knochen. Oder vom Platz des himmlischen Friedens in Peking. Das heißt, wir wollten die DDR verändern. Aber nach deutscher Einheit zu träumen, hätte ja bedeutet, entweder den völlig offen zu lassen, auf welche Art und Weise, sollen sich sonst welche Gedanken drüber machen, oder mit dem Gedanken zu spielen, Dritter Weltkrieg. Kein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, kein amerikanischer General wäre in der DDR einmarschiert und hätte gesagt, wir befreien jetzt mal 17 Millionen DDR, woher wäre jedenfalls sehr unverantwortlich gewesen, wenn er das gemacht hätte. Deswegen, und das gilt für alle Völker Mittel- und Osteuropas, deswegen war Selbstbefreiung erforderlich. Und deswegen waren wir so bescheiden und sagten, wir wollen diese DDR verändern. Erst durch politische Ereignisse, die nachher 89 und zum Teil sogar erst 90 passierten, wurde auf einmal etwas möglich, was wir wissen das ja. 89 sich kein europäisches Volk oder zumindest kein europäischer Politiker vorstellen konnte. Auch das muss noch deutlich gesagt werden. Als das nachher, nach dem 9. November 1989, ein Stück weit ins Denken so mancher Politiker kam, gab es zunächst keinen einzigen verantwortlichen, regierenden europäischen Politiker, der gesagt hat, Hosianna, wunderschön, sollen Sie mal machen. Die hatten ja die letzten 80 Jahre nicht so gute Erfahrungen mit uns gemacht. Sie haben eigentlich am Anfang nur einen. Und der war der Chef eines sehr wichtigen und sehr großen Landes, aber weit weg. Das war Bush Senior. Der hat von Anfang an gesagt, wenn die Deutschen das wollen, wenn auch die DDR-Bürger das wollen und wenn dieses vereinte Deutschland im westlichen Bündnis drin ist, dann würde er diesen Weg unterstützen. Ist er zunächst der Einzige gewesen. Nochmal, weil ich Sie so grimmig gucken sehe, Bush Senior. Man muss ja Vater und Sohn noch unterscheiden. Und die meisten oder manche wissen auch heute, dass Bush Senior nicht bloß mit diesem Votum Kohl gegenüber einen erheblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung gehabt hat, sondern dass er offensichtlich auch derjenige gewesen ist, der Gorbatschow
nachher Mut gemacht hat zu sagen, gut, ich bin damit einverstanden. Und zwar ist es wenige Stunden vor dem nachher legendären Gespräch zwischen Kohl und Gorbatschow im Kaukasus gewesen. Da haben Bush und Gorbatschow miteinander geredet und Bush hat offensichtlich überzeugend Gorbatschow deutlich machen können, ein selbst im NATO-Bündnis, also im westlichen Bündnis eingebundenes, vereintes Deutschland ist auch für die Sowjetunion besser als ein neutrales Deutschland nirgendwo eingebunden. Und das hat offensichtlich Gorbatschow dann dazu gebracht, so wie wir es wissen, dann Mitte Juli 1990 im Kaukasus zu agieren. Aber zurück nochmal zu den kirchlichen Friedensgruppen. Da gab es ja dann, das deutete ich an, einen Bündnisschluss, und zwar die Bürgerrechtler, die in der DDR was verändern wollten und aber bewusst in der DDR bleiben wollten, um die zu verändern, verbündeten sich mit denen, die gesagt haben, wir haben keine Hoffnung, dass sich in dieser DDR noch was verändert. Und weil wir immer älter wären, haben wir bloß noch jeden Wunsch, wir wollen im Westen, um da unsere Bürgerrechte leben zu können, weil wir nicht mehr die Hoffnung haben, diese Bürgerrechte in der DDR zu bekommen. Und diese Bilder, Sie werden sich daran erinnern, gingen denn eben auch wieder, Stichwort Macht der Bilder, über das Fernsehen. Sie sahen das, wie DDR-Bäuer in Prag über Zäune kletterten oder in Budapest oder in Warschau. Und denken Sie an die 95% DDR-Bäuer, die auch Westfernsehen kicken, die sahen das natürlich auch. Und dann sahen die auf einmal, wie die Ungarn die Grenze aufmachten. Pan-europäische Frühstück, bloß mal so zum Spaß. Da rannten ein paar hundert durch. Und dann wenige Wochen später österreichischer und ungarischer Außenminister machten, schnitten den Zaun durch und ließen ihn abbauen zwischen Österreich und Ungarn. Und alleine in der Zeit von irgendwann im Juli, Mitte Juli 1989 bis zum 9. November 1989 haben rund 300.000 DDR-Bürger über dieses Loch im ungarisch-österreichischen Grenzzaun die DDR verlassen sind in die Bundesrepublik. Für eine innerparteiliche Entwicklung hatte dieser Schulterschluss aber auch eine große Bedeutung. Und jetzt möchte ich nochmal kurz was über den sächsischen Teil der Revolution sagen. Darf ich noch einen Augenblick reden? Ja, danke. Er hat mir erlaubt, ich darf noch einen Augenblick reden. Ja. Und zwar gab es da die sogenannten Montagsandachten. Und da sind am 2. Oktober das erste Mal 10.000 eigentlich. Die passt natürlich längst nicht mehr in die Nikolaikirche drin. Da hatte man dann also inzwischen Lautsprecher an der Kirche angemacht, dass diejenigen, die draußen standen, nur wenigstens zuhören konnte, was da drin gebetet, gesagt, gepredigt, gesungen wurde. Und dann kam irgendjemand, ich weiß keinen Namen leider, auf den Gedanken zu sagen, meine Güte, das ist ja so trostlos, da sind die Privilegierten, die vorher da waren, die sind drinnen und feiern den Gottesdienst und die anderen dürfen akustisch ein bisschen zuhören. Und jetzt, wenn das drinnen zu Ende ist, gehen sie alle nach Hause. Können wir nicht irgendwie noch gemeinsam machen mit denjenigen, die da draußen stehen? Und das muss der liebe Jott gewesen sein, der ihn denn eingegeben hat. Lass uns doch ein paar Schritte noch gemeinsam laufen. Und dann sind die auf dem Leipziger Ring lang gelaufen. Und 10.000, die da laufen, auch ohne Plakate, ohne Rede, mit Kerzen in der Hand, das kann so was Eindeutliches sein. Noch dazu, wenn man so weit nicht gewöhnt ist. Dass Ole Honecker, der an dem Tag, das war sein erster Arbeitstag wieder, er war ja an Krebs erkrankt, hatte eine Reha hinter sich und arbeitete ab. Meldete sich also zurück am 2. Oktober und tobte. Das grenzte zugelassen hat. Und ihr habt den Befehl, das darf das nächste Mal, das letzte Mal nur passiert sein. Also am 9. Jede Woche habt ihr Zeit.
Und jetzt müsst ihr alles vorbereiten, damit das nicht wieder passiert, und das muss mit allen Mitteln zerschlagen werden. Da haben sie die Turnhallen für den Tag leer gemacht, aus den Krankenhäusern alle rausgeholt, die nicht am Tropf lagen, in alle medizinischen Einrichtungen Blutkonserven gelagert, in einem Maße, also in Leipzig und Umgebung, wie das vorher noch nie war. Haben in der Nationalen Volksarmee sogenannte Hundertschaften ausgebildet, Leute ohne Schusswaffe, aber mit Schilden und Schlagschritten. Die Kampftruppen wieder mobilisiert und Kampfgruppenkommandeure genötigt, Interviews in Zeitungen zu geben, wo denn die äußerten, sie würden die Deutsche Demokratische Republik und ihre Errungenschaften notfalls mit der Waffe in der Hand gegen die Chaoten verteidigen. Nur mit einem Ziel, den Leuten so viel Angst einzujagen, dass möglicherweise keiner kommt. Ihr Ziel war, die Straßen wieder leer zu kriegen. Und sie hofften, dann könnten sie weiter regieren. Und dann kam der 9. Oktober. Und wir wissen heute, der Einsatzleiter, der dafür verantwortlich war, nachher den entscheidenden Befehl zu geben, so und jetzt zusammenschlagen oder was auch immer, der musste auf immer seinem SED-Menschen im Bezirk Leipzig sagen, das sind viel mehr als die von euch eingeschätzten 30.000. Viel mehr. Wir werden mit so viel nicht fertig werden. Er hat dann, weil der ihm keine Antwort geben konnte, mit Berlin telefoniert, hat irgendwann Krenz gekriegt, der ist sehr betroffen gewesen, als der das gehört hat, war tief erschrocken. Und gesagt, da kann ich dir jetzt gar nichts sagen. Da müssen wir jetzt auch erst drüber beraten. Und dann haben die beraten. Und inzwischen haben die 60.000, 70.000, so genau weiß ich keiner, den Gottesdienst da fertig gemacht oder standen da draußen und sind dann wieder losgelaufen, gemeinsam losgelaufen. Und muss damit das nochmal deutlich ist, die 60.000 bis 70.000, die da liefen, denen war klar, als sie ihre Wohnung verließen, es ist nicht klar, ob du heil und gesund, überhaupt lebend, oder ob du noch heute eingesperrt wirst oder zusammengeschlagen wirst, oder was das nächsten Tag bedeuten könnte, wenn man dich fotografiert hat und dann fragt in der Schule oder in der Universität oder im Betrieb. Das heißt mit einem hohen Risiko. Und darum finde ich zu Recht, dass die Leipziger mit ein Stück Selbstbewusstsein sagen, zumindest in der Zeit haben wir den Ehrentitel Heldenstadt verdient. Als denn Krenz anlief und mit dem wichtigen Satz kam, entscheiden Sie situationsbedingt, was für den Einsatzmenschen da sicher eine wahnsinnige Hilfe war, konnte der dem Genossen Krenzbus sagen, gerade ist der letzte der 70.000 Demonstranten den Ring zu Ende gelaufen. Es ist zu Ende. Und dieser 9. November ist, jetzt sage ich mal ein Wort, das mit W anfängt und mit Ende aufhört. Ich fürchte immer noch bei vielen von Ihnen das Lieblingswort, wenn Sie über den Herbst 1989 reden. An der Stelle stimmt's. Da ist die Wende gewesen. Im Verhalten der Regierung der DDR. Von da an hat sie nicht mehr mit Gewalt versucht, gegen die Demonstranten auf der Straße vorzugehen. Weil sie merkten, um Gottes Willen, das werden ja immer mehr. Und jetzt versuchten sie es auf eine andere Art und Weise, indem sie uns korrumpieren wollten, bestechen wollten. Und das Zauberwort war neues Reisegesetz. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, bis zu der Zeit, da gab es ja schon die Reise in dringenden Familienangelegenheiten, nicht so hieß das. Aber die galt nur für Menschen, die Verwandte ersten oder zweiten Grades in der Bundesrepublik Deutschland hatten, für alle anderen nicht. Und überlegten sie neue Reisegesetz. Und darüber haben sie am 9. November beraten.
ins Zentralkomitee. Und zum Glück muss der liebe Jörg auch wieder die Hand im Spiel gehabt haben. Schabowski, der damals ununterbrochen Interviews gegeben hat, zu Beginn dieser Debatte im Zentralkomitee nicht dabei gewesen. Ist erst zum Schluss dazugekommen. Krenz, der inzwischen schon Honecker gestürzt hatte, Sie erinnern sich, winkte ihn ran und sagte, wir haben hier gerade über neue Dreisee-Gesetz diskutiert, das musst du heute Abend in der großen Pressekonferenz, die hat er nämlich zu der Zeit jeden Abend gemacht und dann stürzten da eben viele Journalisten hin, das musst du heute mit ansprechen. Naja, und Schabowski machte dann, und Sie kennen ja die Geschichte, ne? Zum Glück hat ein italienischer Journalist nachgefragt, ne? Was heißt denn das denn? Ne? Ab wann gilt denn das? Ich wage gar nicht dran zu denken, was da passiert wäre, wenn der das nicht gesagt, nicht gefragt hätte. Ne? Und nun kommt aber noch was Wichtiges, nachdem denn der Schabowski so ahnungslos hier war, sofort, unmittelbar. Da wäre ja unheimlich passiert. Versuchen Sie doch mal vorzustellen, die DDR-Bürger hätten sich nach dieser Pressekonferenz von Günter Schabowski an diesem 9. November so verhalten, wie sie sich 40 Jahre lang verhalten haben. Was wäre denn passiert? Dann hätten sie sich im Wohnzimmer auf die Couch gesetzt, hätten den Fernsehapparat eingeschaltet, wenn sie nicht schon eingeschaltet hatten, und hätten abwechselnd Osten und Westen eingeschaltet, so nach dem Motto, dann muss da irgendwas kommen, muss da Bilder von der offenen Grenze sehen, oder Ion Krenz sagt noch was ganz Wichtiges, oder der Herr Bundeskanzler äußert sich dazu, oder was auch immer. Und den ganzen Abend wäre ja nichts mehr passiert. Und alle wären sie ein bisschen fraglos und verunsichert ins Bett gehen. Und nächsten Morgen wäre ein Großteil von DDR-Bürgern zum Zeitungsstand gerannt, hätte Neue Deutschland geholt, musste auf der ersten Seite was draufstehen. Nichts steht da. Nächsten Tag auch nicht. Übernächsten Tag immer noch nicht. Und ich schätze mal, für eine Woche später, inzwischen hätten die noch mal beraten, die wollten ja noch korrigieren, die hatten ja noch gerechnet, wie viel bleiben denn eventuell für immer drin. Die sind von Zahlen von 2 bis 3 Millionen aus hier. Irgendwann, eine Woche oder 10 Tage später, hätte auf der ersten Seite gestanden, die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat ein neues Reisegesetz beschlossen. Und nun dürfen die DDR-Bürger nicht alle reisen, aber alle dürfen einen Antrag stellen. Und wir werden diese Anträge weit großzügiger bearbeiten und rascher bearbeiten, als wir das bisher gemacht haben. Und so eine Anträge wollen wir für heute noch stellen. So hätte es laufen können, wenn nicht zigtausende, zehntausende von Berlinern, ich gehörte dazu, gesagt haben, na, das will ich mir doch mal gleich ankicken. Und als ich dann mit meinem Freund Wolfram Hösemann, der war zu der Zeit Stadtjugendpfarrer in Ost-Berlin, in der Bornholmer Straße kam, wir hatten gesagt, wir fahren mal zur Bornholmer Straße, Auto haben wir einen Kilometer vorher stehen lassen, weil wir dachten, um Gottes Willen, das Auto weit weg, das darf nicht an die Grenze stehen, Sie werden sich ja vielleicht noch an so eine Geschichte erinnern, wo Leute mit dem Auto versucht haben abzuhauen, ne? Und dann erwischt worden sind, dann ist das Auto unter Beschlag genommen worden. Verständlicherweise, weil das Auto sich nicht dagegen gewehrt hat, zur Republikflucht missbraucht zu werden. Ne? Also das wollten wir noch nicht, weil der einen kirchlichen Dienstwagen hatte. Also haben wir das Auto stehen lassen, sind gelaufen. Und merkten so noch 500 Meter vor der Grenze schon in der Bornholmer Straße, oh, wir sind offensichtlich nicht die Einzigen, die auf den Gedanken gekommen sind. Jetzt musste man an der Bornholmer Straße gucken gehen. Und als wir noch dichter rankamen, wissen Sie, wer von Ihnen alle Grenzübertrittserfahrung hat, standen da Leute, auf der Ostseite standen Leute. 100, vielleicht schon 200, keine Ahnung, standen da. Wäre vorher völlig undenkbar gewesen. Da wären Offiziere rumgesprungen, Trillerpfeifen, LKWs hochgeschmissen, wie es irgendwas da passiert wäre. Und
als wir rankamen, uns da so sanft durchdringten, weil wir was sehen wollten, das war in der ersten Reihe stand, stellten wir fest, der Schlachtkorb ist ja nach unten. Uns gegenüber standen die Grenzer, von denen wir heute wissen, die waren alle keine Grenzer. Wissen Sie das? Die sahen bloß wie Grenzer aus, die haben immer Fasching gespielt. Das waren alles Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit. Nur an der innerdeutschen Grenze, da wo sie über die Wiese oder sonst was latschen mussten, das sind tatsächliche Angehörige der Grenztruppen der DDR gewesen. Aber überall da, wo es Kontakte mit ausreisenden DDR-Bürgern oder mit einreisenden Bundesbürgern gab, überall da standen ausschließlich Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die bloß schnell mal eine Grenzeruniform angezogen haben. Bloß damit sie wissen, warum sie so eine feuchte Finger hatten, nicht? Aus gutem Grund, aus gutem Grund. Und die standen ja auch immer so da, wie so ein deutscher Mann dasteht, wenn er weiß, oh, ich bin den anderen so weit von überlegen und so Beherrscher in dieser Situation, denn stehen wir deutschen Männer ja oft jedenfalls in einer besonders typischen Haltung da, nicht? Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. An dem Abend standen sie ganz anders da, eher so wie bestellt und die abgeholt, also richtig hilflos waren sie ja auch. Das fiel mir erst beim zweiten Blick auf, die waren unbewaffnet. Und das war das gescheite, friedensstiftende, was deren Oberbefehlshaber, das war an dem Abend ein Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit, der merkte, dass das immer mehr Menschen wurde und sagte zu seinen Männern, Knarre abgeben, in den Schrank drin stellen und dann hat er den Schrank abgeschlossen. Ob er das aus Sorge um uns gemacht hat oder aus Sorge um seine Männer, dass wir möglicherweise denen die Knarre aus der Hand nehmen, werden wir nie rauskriegen. Jedenfalls, die waren unbewaffnet. Sollten aber weiter die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zuverlässig schützen. Und dann rief wieder einer, der neben mir stand. Na, du mach doch mal auf, der Schabowski hat doch gesagt, wir dürfen rüber. Das ging minutenlang, immer wieder. Bis wir begriffen, die dürfen die. Da haben wir die mal. Die Benenner waren mit dabei. Und das war ganz einfach. Das war ganz einfach. Und da sitzt sie durch. Wir. Und wir beten, muss uns der liebe Jörg wieder geführt haben. 10, 15 Meter, ein paar stehen geblieben. Nicht rüber, ja, wie fast alle im Westen. Stehen geblieben. Umgedreht, zugeschaut. Der schönste Abend meines Lebens. Bis heute. Zu sehen, wie da die Menschen ankamen, wie sich verhielten. 30 Jahre danach gesehen, dir träumt. Und jetzt auf einmal fällt es wie eine reife Pflaume völlig unvorbereitet runter. Umarmt, geküsst, Leute, die sich kannten oder Wildfremde. Aber andere auch, die wie eine Salzsäule erstarrt, nur einfach da standen. Ich sehe noch die Augen von welchen, die mir in der Nähe standen. Fragend, misstrauisch. Was passiert denn jetzt hier? Was ist denn das? Ein Joke? Eine Schweinerei? Oder nur einfach wahnsinniges Glück? Begreifen, verstehen konnte es eigentlich keiner. Und darum hat da auch keiner von uns jedenfalls, von den Leuten, die da standen, auch an, später an den anderen Grenzen über ihren Kinder, hat Freiheit oder Sieg oder Revolution oder sonst irgendwas gerufen. Wenn denn westliche Journalisten die Leute nach ihren Empfindungen fragten, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlten, immer wieder nur ein Wort. Richtig. Wahnsinn. Immer wieder nur Wahnsinn. Das Wort sagt, ja, unwahrscheinlich, unvorstellbar, aber auch nicht einzuordnen. Ich erinnere mich an eine Erzählung eines Bundestagsabgeordneten der Grünen, der jetzt Europaabgeordneter ist, der ist ein paar Stunden nach mir in der Bonn-Römer-Straße rüber. Hat er mir später mal erzählt.
Werner Schulz. Rüber her, über den Buch, über den Rüber her. Und wie er über die Bornholmer Brücke rüber ist und im Westen ist, kriegt er auf einmal einen tiefen Schreck. Und sagt, das muss doch eine Sauerei sein. Die wollen jetzt die, die nur ganz scharf sind, abschirmen. Und dann machen sie wieder zu. Und da hat er sie umgedreht und ist so gerannt, gerannt, bis er wieder im Osten war. Weil er das nicht wollte, er wollte nicht ausgesperrt werden. Andere, zigtausende, sind in Stunden und Tagen danach rüber und zumindest zunächst nicht wiedergekommen. Weil sie gesagt haben, ich werde ja wahnsinnig, wenn die das morgen wieder zumachen. Und das war nicht dabei. Haben die ja zum Glück alle nicht so mitgekriegt. Einmal mein Vorvorgänger, der Herr Kessler, hat mehr als 24 Stunden lang, fast ununterbrochen, seinen Generalstab dazu versucht zu bringen, dass die einen von ihm schon angekündigten Befehl mit unterzeichnen. Gepanzerte Fahrzeuge der ersten motorisierten Schützeneinheit in Potsdam fahren ans Brandenburger Tor und räumen das Brandenburger Tor wieder ab. Und das am 10. November. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, was da hätte passieren können. Zum Glück hat der ranghöchste Offizier der Nationalen Volksarmee, ein General Oberst Goldbach, den Mut aufgebracht, etwas zu tun, was er vorher noch nie gemacht hat. Er hat zu seinem Genossenminister gesagt, diesen Befehl kann ich nicht unterstützen. Und dann hat es andere gegeben aus dieser Runde, die nachdem der Erste das Eis gebrochen hat, ihm doch sagte, kann ich auch nicht. Und dann hat der Minister Kessler den schon von ihm angekündigten Befehl wieder zurückgezogen. Oder wir wissen heute, dass es mindestens zwei Anrufe in Moskau gegeben hat. Also Anrufe hat es mehr gegeben, verzweifelt, gleich. Da haben die aber in der Aufregung vergessen, dass in Moskau die Zeit 4 Stunden vorher ist. Ne? Da schlief man also tief und fest, da ging keiner ran. Und als man dann am nächsten Tag vormittags, also am 10. November späten Vormittag, Gorbatschow bekam aus zwei Richtungen eine hässliche, absichtsvolle Information. Einmal aus dem Umfeld des Politbüros und des ZK der SED und einmal aus dem Oberkommando der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte in Münster. Beide Male mit der Information, die Mauer ist offen, die Grenze nach Westen ist offen, die Deutschen schnappen über und es besteht die Gefahr, dass sowjetische Kasernen angegriffen werden und sowjetische Soldaten und ihr Leben bedroht ist. Ich kann mir vorstellen, wenn da ein anderer gesessen hätte oder wenn 5 Jahre vorher passiert hätte, hätte Gorbatschow wahrscheinlich anders reagiert, als er reagiert hat. Aber inzwischen gab es ja ein Stück gewachsenes Vertrauen. Was tat er? Er rief zwei völlig überraschend und ganz spontan, sodass die sich also weder absprechen konnten noch darauf vorbereiten konnten. Er rief zwei Politiker in Deutschland an. Hans-Jürgen Vogel und Helmut Kohl. Und erzählte denen, dass ihm gesagt wird und er sich große Sorgen macht. Und beide haben inhaltlich übereinstimmend gesagt, die Deutschen feiern, die trinken Sekt. Da denkt überhaupt keiner daran, jetzt sowjetische Kasernen zu überfallen und sowjetische Soldaten zu verprügeln. Und dann hat Gorbatschow kein Befehl gegeben. Singende Hände habe ich so den Eindruck über uns. Und immer wieder auch kluges Verhalten von uns. Der Prozess der Selbstbefreiung erscheint mir inzwischen abgeschlossen zu sein und dem folgte, wir waren nämlich immer noch über der Einheit, ich muss es jetzt aber sehr viel kürzer machen, dem folgte der Prozess der Selbstdemokratisierung. Sollte Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher jetzt mit den Diktatoren der DDR die deutsche Einheit aushandeln? Da war wohl erforderlich, dass es eine demokratisch legitimierte Regierung gab. Vorher noch so ein bisschen runde Tische,
streichen des ewigen Machtanspruchs der SED aus der Verfassung statt dann in den drinnen. Diktatur oder Demokratie? Wir bleiben immer an der Macht. Januar 1990, Sturm Stasi-Zentrale in Berlin. Ergebnis bis heute spürbar, die Behörde der Bundesbeauftragten oder des Bundesbeauftragten für die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit. Weil wir sagten, wir wollen nicht nochmal, dass unsere Biografien gefälscht werden oder dass die jetzt einfach verschwinden im Orkus. Ja, und denn die ersten und einzigen freien Wahlen in der DDR, 18. März, 93%, also fast 95%, 93% der Wahlberechtigten sind zur Wahl gegangen. Gut, ja. Wie nicht? Wir inzwischen aber auch nicht mehr. Schade. Und von den fast 100%, die da hingegangen sind, haben knapp 85% gesagt, also haben die Parteien gewählt, die das in ihrem Programm drin hatten, die deutsche Einheit, so rasch und so gut wie möglich. Und das war ein Signal, auf das doch Bush Senior gewartet hat. Jetzt konnte alles Weitere verhandelt werden zwischen zwei demokratisch legitimierten Regionen, Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zum Beispiel. Die Möglichkeit 2+4, die Verhandlungen da. Aber gerade dieser letzte Teil hätte nicht laufen können, wenn es sie nicht gegeben hätte. Trotz aller Selbstbefreiung und Selbstdemokratisierung der DDR-Bürger. Sie werden sich doch noch an den Jubel von Frau Thatcher erinnern. Oder an den Besuch von François Mitterrand bei Leon Krenz in Ost-Berlin. Oder die große Freude von Herrn Berlusconi oder den politisch Verantwortlichen in den Niederlanden, nur um vier Beispiele zu nennen, die alle verständlich sind. Oder auch Gorbatschow, der noch im Januar 1990 gesagt hat, die Einheit Deutschlands ist kein Thema der aktuellen Tagespolitik. Dass dies für die europäischen Nachbarstaaten vorstellbar wurde, das liegt an Ihnen, an Ihrer politischen Leistung und auch der politischen Spitze, die die Bundesrepublik Deutschland seit 1949 hatte. Unsere europäischen Nachbarn haben nämlich begriffen, wir können auch ganz anders, wir können tatsächlich richtige und gute und verlässliche Demokraten sein. Partner, Freunde, gute Nachbarn. Und wir haben heute eine Situation, die, wenn ich das richtig sehe, wir Deutschen noch nie gehabt haben. In gesicherten Verhältnissen, sicheren Grenzen meine ich damit zum Beispiel auch, umgeben von, ja sicher auch Konkurrenten, aber von guten Nachbarn, mit denen wir Beziehungen haben, mit denen wir reden können. Und vorstellbar, zumindest bezogen auf Europa, mit einem Zustand, wo man davon ausgehen kann, dass die Völker Europas nicht mehr gegeneinander mit der Waffe in der Hand losgehen und Krieg machen. Ich finde, das sollte uns auch ein bisschen was wert sein, wenn ich mir überlege, was wir in den letzten 100 Jahren für Krieg ausgegeben haben, umzubringen. Dann sollten wir mit Freude für gute Nachbarschaft und Freundschaft und gute Beziehungen was ausgeben wollen. Ich möchte also enden mit einem ganz, ganz herzlichen Dankeschön und großen Wort der Anerkennung an Ihre politische Leistung und an Ihre bis heute gezeigte Solidarität. Denn das ist in Deutschland letztlich immer noch unstrittig, trotz aller Schwierigkeiten. Aufbau geht vor Ausbau. Sie könnten ja Ihren Bürgermeister und Ihre Landtags- und Bundestagsabgeordneten auch richtig ausschimpfen und verkloppen dafür, dass die immer noch nicht Rabatz machen, dass es so etwas wie ein Länderfinanzausgleich gibt. Dass sie dies nicht tun, hat was mit ihrem Verantwortungsbewusstsein, ihrer Solidarität und ihrem Verständnis zu tun.
Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Danke, dass Sie mir so lange sind. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf, denke ich, auch in Ihrem Namen ganz herzlich Dank sagen, Herrn Eppelmann, Anne Eppelmann, für diese sehr, sehr ergreifende Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte der Geschichte der DDR. Und es ist sehr deutlich geworden, was Menschen erleben, erfahren, erleiden mussten in dieser Zeit und welche wahnsinnigen Gefühle sie empfinden mussten, als das sich ereignete, was Herr Eppelmann an der Bornholmer Straße erlebt hat an diesem Abend des 9. November 1989. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde Zeit, Fragen zu stellen an Herrn Eppelmann. Ich würde vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind, Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich würde vorschlagen, dass wir Fragen so knapp wie möglich sammeln. Seit der ersten Runde, wer hat Fragen an Herrn Eppelmann? Die würden wir jetzt gerne in der ersten Runde sammeln. Wolfgang Christian Schneider sehe ich. Einfach eine präzisierende Nachfrage. Erstmal herzlichen Dank natürlich, war wunderbar. Und ich bin ein Kind einer geteilten Familie und bin immer auch zu einem Teil auf der anderen Seite gewesen. Aber ich wollte nachfragen, hinsichtlich der Blockpartei, das hat mich doch interessiert. Sie haben das gleich im Sinne von Blockflöten, wie man dann damals in der DDR sagte, gedeutet, diese anderen Parteien außerhalb der DDR. Und ich frage mich, war es so von Anfang an oder ist es ein Prozess, der nicht eher eine Weile ging? Muss man nicht in der frühen Phase davon ausgehen, dass tatsächlich da mehr war, als nur Blockflöte zu spielen für die SED? Und ich denke besonders an Johannes Bobrowski, den Dichter, der ja in der Ost-CDU dann war, also nach der offiziellen Trennung von Ost und West, aber dann die Ost-CDU war, der mir in diesem Sinne ganz integer schien und der eben dann doch auch diese Ost-CDU ja, unterstützt und getragen hat in dieser Zeit. Gibt es weitere Fragen an unseren Referenten? Ich sehe momentan auch, bitte schön. Gibt es inzwischen einen umfassenden Überblick über den Verbleib des SED-Vermögens? Ganz wichtige Frage, was ist mit dem Vermögen der ehemaligen SED? Eine weitere Frage möglicherweise noch? Ich sehe keinen, dann doch bitte, Herr Büchs. Professor Gehler erwähnte diese Veranstaltung in Österreich. Und dazu ist meine Frage, schwebte Ihnen ein langsamerer Prozess der Wiedervereinigung vor? Und wir haben noch eine weitere Frage von Frau Möller-Meyer bitte in der zweiten Reihe. Dankeschön. Stimmt es, dass Gorbatschow einiges Geld erhalten hat von uns, von Westdeutschland? Denn als er das Regime übernommen hat, da war die Sowjetunion pleite. Sie konnten, wenn man den Medien Glauben schenken durfte, noch nicht einmal die Ernte einholen, weil sie kein Benzin hatten. Und da habe ich unlängst im Fernsehen, RD, einen Artikel über Gorbatschow gehört. Und habe dort das erste Mal gehört, dass er einiges Geld von uns, von Westdeutschland, bekommen hat, damit Westdeutschland
und Ostdeutschland wieder zusammenkommen. Dankeschön. Ich würde sagen, diese ersten Fragen, die Sie da genannt haben, darauf einzugehen. Die erste Frage betraf die Rolle der Blockpartei. Wir haben dann gehört, in weiterer Folge eine Frage, die gestellt worden ist, das SED-Vermögen, Kiew und alles so weiter. Bitte schön. Also, erste Frage. Bin ich dankbar, ausgesprochen dankbar, dass Sie die Frage gestellt haben, mir die Möglichkeit geben, dazu etwas zu sagen. Es hat zwei Parteien gegeben von den sogenannten Blockparteien, die als, wenn Sie wollen, als bürgerbewegte Parteien tatsächlich entstanden sind nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die LDPD, also die Liberaldemokratische Partei und die CDU. Das waren Leute, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Zerschlagung der Hitler-Diktatur der Meinung waren, wir müssen hier selber politische Verantwortung übernehmen und müssen letztlich eine Demokratie aufbauen. Die Geschichte von der SED, glaube ich, brauche ich hier in dieser Runde nicht weiter zu erklären, also der Zusammenschluss von SPD und KPD mit Druck. Und dann hat es Retortenparteien gegeben, die auf ihr Heiß von Walter Ulbricht entstanden sind. Die sollten eben ein bestimmtes Klientel innerhalb der DDR-Bevölkerung abgreifen. Das ist einmal die Nationaldemokratische Partei gewesen, wo man versuchte, ehemalige Polizisten, ehemalige Offiziere, Unteroffiziere und so denkende Leute zu kriegen. Und der Demokratische Bauern, die Demokratische Bauernpartei, das war im Grunde die Bauern-SED. Da hat Ulbricht sogar ein Mitglied des Zentralkomitees den Auftrag gegeben, aus der SED auszutreten und diese Bauernpartei zu gründen. Der ist ja noch viele, viele Jahre, Wolkenbaum hieß der, viele, viele Jahre ist der dann auch der Vorsitzende dieser Partei. Die beiden Parteien, die zunächst aus eigenem Interesse und nicht im Auftrag der SED entstanden sind, die sind sehr rasch in Konflikt gekommen, als sie feststellten, dass ohne dass sie wussten, was 1944 in Moskau verabredet worden war zwischen Ulbricht und Stalin, dass es nur wie Demokratien aussehen muss, deswegen ja auch mehrere Parteien im Unterschied zu den anderen Mittel- und osteuropäischen Ländern im sowjetischen Herrschaftsbereich. Aber es muss nur so aussehen. Wir müssen die Macht bekommen, hat man 1944 gesagt, und sie dann ausbauen und behalten. Es hat in der Geschichte der Volkskammer eine einzige Abstimmung gegeben, die nicht zu 100% war. Also in der Volkskammer ist immer zu 100%, das heißt einstimmig abgestimmt worden. Und das war eben auf ihr Heiß und Regie der führenden Partei, die auch von der Struktur her dafür Sorge getragen hat, dass sie eine deutliche absolute Mehrheit in der Volkskammer hatte. Wenn Sie sich die normale Besetzung angeschaut haben, hätten Sie gedacht, nee, die absolute, Sie sind mit Abstand die stärkste Partei gewesen, aber die absolute Mehrheit hätten Sie nicht gehabt. Aber es gab ja noch die FDJ mit einer Fraktion in der Volkskammer, es gab den Kulturbund mit einer Fraktion in der Volkskammer, den Demokratischen Frauenbund und den FDGB. Und in diesen vier von mir eben genannten Fraktionen saßen fast ausschließlich ebenfalls SED-Genossen. Sodass sie also tatsächlich eine ganz, ganz große Mehrheit hatten. Wie gesagt, es gab nur eine einzige Ausnahme. Und die ist selbst für die Abgeordneten der Volkskammer so überraschend gewesen, dass die Mitglieder der CDU und die Linkes, die bekamen den Hinweis, es würde jetzt gut aussehen, wenn sie nicht alle geschlossen für den Vorschlag der Volkskammer stimmen. Wenn einzelne von ihnen sich der Stimme enthalten oder mit Nein stimmen. Das hat die so überrascht und so schockiert, dass sie nachgefragt haben, erstens, ob diese Information stimmt. Und als ihnen gesagt worden ist, ja, haben sie nochmal nachgefragt, ob ihnen denn auch nichts passiert. Und ob das nicht zu ihrem Nachteil wäre, wenn sie jetzt sich der Stimme enthalten, sondern oder sogar mit Nein stimmen. Und da ist ihnen ausdrücklich versichert worden, nein, diesmal braucht ihr nicht alle Ja zu sagen, euch wird nichts passiert, sondern es ist im Interesse der DDR sogar gewollt, dass es ein paar Stimmenthaltungen und Gegenstimmen gibt. Haben Sie eine Ahnung, was das für eine Abstimmung gewesen sein kann? Da ging es um den Schwangerschaftsabbruch.
Und da meinte man, jetzt müssten schon ein paar Christen dagegen sein. Das zur Abhängigkeit und dem Verhältnis von SED und den anderen Parteien. Deswegen, das hört sich einmal schlimmer noch im Blick auf die Blockparteien, keine Frage, macht aber auch nochmal deutlich, weil das ja Lafontaine und die sich gerne so ein bisschen runterspielen wollen, die besondere Rolle, die die SED eben tatsächlich gespielt hat, das war nicht eine, auch nicht nur die stärkste Partei unter vielen gleichberechtigten Parteien, sondern die spielte in einer ganz anderen Klasse als die anderen Parteien. SED-Vermögen, ja, noch zu DDR-Zeiten ist eine Kommission gegründet worden, eine unabhängige Kommission für das Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der Deutschen Demokratischen Republik. Die hat sich nach eigener Entscheidung vor 3 Jahren ungefähr aufgelöst, hat den Vorschlag gemacht und ist dann aufgelöst worden. Und zwar deswegen, weil wir die letzten 3 Jahre, gehörte ich da dazu, feststellten, der Aufwand lässt sich nicht mehr rechtfertigen, dass diese Kommission weiterarbeitet, weil nach all dem, was wir heute wissen und meinen erkennen zu können, wir allen Spuren, soweit das möglich war, nachgegangen sind. Wir haben eine hohe dreistellige Millionensumme an Euro aufgetrieben, das meiste davon durch langwierige, komplizierte Prozesse. An manchen Stellen sind die Spuren wieder verloren gegangen. Also man hat auch mal Materialien zum Beispiel in Ungarn gefunden. Dann hatten die zugesagt, jawohl, sie wollen eine deutsch-ungarische Kommission gründen um das denn zu machen, zu erforschen, wo das Geld tatsächlich gewesen sein kann. Dann ist das eingeschlafen. Dann hat Bundeskanzler Schröder dem damaligen ungarischen Ministerpräsidenten freundlich, aber auch sehr nachdrücklich nochmal Druck gemacht. Und dann kam es doch, aber 1,5 oder 2 Jahre später zur Bildung einer solchen Kommission. Und als die sich dann die Akten anschauen wollte, die es schon gab, in der Hoffnung noch weitere zu finden, waren die Akten, die man schon mal gesehen hatte, auch nicht mehr da. Sodass da also nichts mehr zu machen war. Und das Interessanteste, im Augenblick läuft wohl noch ein Prozess in der Schweiz. Und das Interessanteste ist in Österreich gewesen, da sind gewaltige Summen gefunden worden über Betriebe, die mit DDR-Geld finanziert worden sind und von denen die österreichische kommunistische Partei erlebt hat. Die Österreichische, ich übertreibe nur gering, die österreichische kommunistische Partei hat fast so viele hauptamtliche Mitarbeiter gehabt, wie sie Mitglieder. Das heißt, da muss das Geld also von woanders gekommen sein. Und als die Rote Heidi dann in der letzten Instanz verloren hat und es klar war, dieses Geld gehört nicht der Kommunistischen Partei Österreich, sondern gehört der Bundesrepublik Deutschland, am selben Tag noch, als also letzte Instanz ausgekämpft war, sind sämtliche hauptamtliche Mitarbeiter der Kommunistischen Partei Österreichs entlassen worden, weil man logischerweise kein Geld mehr hat, um ihre Gehälter zu bezahlen. Ob das, was da gefunden worden ist in 17 Jahren, ob das 50% oder 60% sind oder 70% sind, vielleicht sind es 70%, das kann bis heute keiner sagen. Die hätten Auskunft geben können, können sich nicht mehr erinnern oder haben wie Hans Modrow und Gregor Gysi nie Ahnung davon gehabt. Die sind ja sowas von unschuldig. Also wenn Sie unschuldige Leute suchen, dann müssen Sie zu Modo und Gysi gehen. Das Schöne ist, dass ein Teil dieses SED-Vermögens, und zwar 75 Millionen Euro, inzwischen Stiftungskapital der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sind. Wir dürfen diese 75 Millionen nicht angreifen, aber die Zinsen, das macht im Jahr 2,5 Millionen Euro aus, fließen in den Haushalt unserer Stiftung. Da tut es doch einen guten Zweck. Ne? Die dritte Frage war die, nach dem, ob ich für einen langsameren Prozess der Wiedervereinigung gewesen bin. Ja, bin ich. Und zwar. Und zwar aus der Erkenntnis heraus, dass das eine
Gesetze oder Beschlüsse von zwei Parlamenten sind, dass aber die Menschen über 40 Jahre unter völlig unterschiedlichen Bedingungen gelebt haben. Hier nur auch noch in völlig anderen Bedingungen als die, die wir eigentlich haben wollten. Das ist ja, wenn ich das so sagen darf, eigentlich als ein Wunder zu betrachten, wenn man das sieht. Die Menschen, die nie Demokratie praktizieren konnten, wie die auch immer angefangen haben, die aufzubauen. So ein Beispiel, bei uns haben am Anfang in der frei gewählten Volkskammer Fraktionssitzungen 10 bis 11 Stunden gedauert. Weil jeder mitmachen wollte, jeder wollte was sagen. Heute unvorstellbar, oder die Zahl der Gesetze, die wir beschlossen haben, und was für wichtige Sachen. Ich glaube, es hat nie wieder ein so fleißiges, ein so arbeitsbesessenes Parlament gegeben, diese freie gewählte Volkskammer. Aber die Menschen hätten eigentlich Zeit gebraucht, um da hineinwachsen zu können. Also aus der Sicht des Menschen war dieser Vorschlag sicher ein verständlicher, oder ich würde auch heute noch sagen, vernünftiger. Bin aber trotzdem froh darüber, dass keiner auf mich gehört hat. Das, wir sind mal, wir heißt jetzt, wird dann immer sehr, Markus Meckel und ich am Anfang unserer gemeinsamen Regierungszeit davon ausgegangen, wir werden 2 Jahre brauchen und 2 Jahre zur Verfügung haben. Aber wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, wie sah 2 Jahre später, also 1992, Europa politisch aus, da gab es nicht mehr Gorbatschow, da gab es nicht mehr die Sowjetunion. Da hätte die Bundesrepublik Deutschland mit 16 Präsidenten der Gussstaaten verhandeln müssen. Und alle hätten sie die Hand aufgehalten, nicht nur Gorbatschow, sondern alle. Und dann hätten wir das wahrscheinlich nicht mehr handeln können. Die letzte Frage kann ich leider nicht beantworten. An den Tischen habe ich nicht dabei gesessen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich weiß bloß, dass in einem letzten Gespräch zwischen Kohl und Gorbatschow am Rhein die beiden überlegt haben, Anfang der 90er Jahre, wie das mit der ökonomischen Entwicklung zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland weitergeht. Und sie meinten dann auf dem Hintergrund verständlicherweise der großen Veränderungen, die man gerade 92 beobachtet hat, wir sagen mal vorsichtig im nächsten Jahr gleiche Volumen wie im Jahr, in dem wir jetzt sind. Am Ende des nächsten Jahres war aber nur noch ein Viertel. Und zwar deswegen, weil die Sowjetunion nicht mehr ja, weil die KPDSU nicht mehr ja, weil der Michael Gorbatschow als Präsidenten nicht mehr ja, und weil das Volumen deswegen zusammengebrochen war, weil nicht bloß Russland, sondern alle Länder des Warschauer Vertrages gerne so manches aus Deutschland genommen hätten. Speziell auch von ihren alten Partnern aus der Deutschen Demokratischen Republik. Aber sie hatten keine D-Mark oder keine Dollar, das ist ja vorher anders abgewickelt worden. Und ich weiß bloß, dass erhebliche Summen Geldes von der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt worden sind, um Wohnungen und Häuser für zurückziehende sowjetische Soldaten zur Verfügung zu stellen. Weil ich natürlich gesagt habe, wenn wir jetzt 150.000 Berufssoldaten zurückholen und die auf die Wiese legen lassen, na, dann gibt es keinen Frieden in Russland. Leider ist die deutsche Hoffnung nur sehr begrenzt aufgegangen, dass man die Aufträge, die dann an Häuser und Wohnungen bauen und ein Leben ausgibt, dass man aus Dankbarkeit schwergewichtig nach in die Bundesrepublik Deutschland machen muss. Das hat man nicht gemacht. Da haben die Finnen sich also sehr viel mehr gefreut als die deutschen Bauern. Als Helmut Kohl aus Moskau zurückkam im Februar 1990, kam es rasch zu einer Begegnung mit Bush. Und Kohl hat auf Bushs Frage, wie die Eindrücke in Moskau waren, gesagt, dass er den Eindruck, die sowjetische Wirtschaft braucht dringend Hilfe. Er macht sich aber keine rechten Vorstellungen, in welchem Ausmaß. Und er würde sich erwarten, dass das Gorbatschow doch auch Bush mitteilen würde und nicht ihm direkt. Da meinte aber Bush ganz lakonisch, sie haben doch große Taschen. Gemeint waren Geldtaschen, und das war das klare Signal auch seitens der Amerikaner, you have to pay. Was die Deutschen letztlich gezahlt haben, ist eine gewaltige Summe. Allein für das Jahr 1990 war vereinbart 15 Milliarden D-Mark. Da war
eingeschlossen auch der noch gar nicht fixierte Abzug der Großherzogtum aus der noch bestehenden DDR. Aber es war schon klar, die Deutschen, die Bund für Deutschland muss für die Wohnungen, für die entsprechenden Unterkünfte der Angehörigen der russischen Armee in der DDR aufkommen und für vieles andere noch mehr. Also das ist klar gewesen, dass diese deutsche Einheit auch bezahlt und erkauft werden musste. Und Kohl hat das natürlich auch entsprechend ausgespielt. Keine Frage. Gibt es weitere Fragen an unseren Referenten? Herr Batscheidis, sehe ich bitte, wenn ich mal das Mikrofon bitte gibt. Gibt es weitere Fragen? Ist mir noch eine? Jawohl, Frau Stevenson sehe ich im Hintergrund. Bitte. Danke. Mich würde noch interessieren, wenn ich mich richtig erinnere, am 4. November 1989 hat es eine große Kundgebung auf dem Alexanderplatz gegeben. Können Sie das vielleicht mal kurz einschätzen, ob das eine Funktion hatte, wie Sie das heute sehen? Danke. Die große Demonstration am Berlin-Alexanderplatz. Frau Stevenson, bitte. Ja, ich bin 1989 geboren und kann daher auf keine persönlichen Erfahrungen zurückgreifen. Deshalb würde ich Sie jetzt bitten, ganz kurz zu erzählen, was Sie persönlich für Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die zufrieden waren in der DDR. Menschen, die in ihrer Umgebung gelebt haben vielleicht. Was waren das vornehmlich für Menschen und wie sind Sie damit umgegangen? Wer war zufrieden mit den Verhältnissen in der Deutschen Demokratischen Republik in der zweiten Jahreshälfte 1989? Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Wenn nicht, dann... Ich sehe eine. Bitte schön, natürlich. Ich möchte mich daran erinnern und nach den zwischenmenschlichen Beziehungen fragen. Die gab es natürlich vielfältig, Briefe und Verwandtschaft und so weiter. Aber Sie waren ja im kirchlichen Dienst. Wie hat sich diese Aktion ausgewirkt bei Ihnen mit den sogenannten Partnergemeinden? Da würde ich gerne nochmal von Ihnen was hören. Wenn ich keine Frage stellende Person übersehen habe, möchte ich selbst noch eine stellen zu einem Datum. Sie haben darauf hingewiesen, den 2. Oktober und den 9. Oktober in Leipzig. Wie empfinden Sie den 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit? Wäre es eigentlich nicht viel besser gewesen, den 9. Oktober zu nehmen? Sie haben einmal gesagt, sächsische Revolution. Man darf vielleicht dazu noch sagen, eine protestantisch-sächsische Revolution. War das eine verpasste Chance? Ja, erste Frage war nach dem 4. November 1989 wohl immer noch die zahlenmäßig größte Demonstration, die es in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Die Schätzungen gehen von 750.000 bis zu 1 Million. Das ist vielleicht schon mal so zu erzählen, aber das Bemerkenswerte an dieser Demonstration ist, dass es die erste, wenn auch zähneknirschend, genehmigte Demonstration von uns war. Alles das, was wir vorher gemacht haben, ist ja, entweder am Anfang haben sie es versucht zu auseinanderzuschlagen mit chinesischen Schneeflügen, die Demonstranten versucht von der Straße zu kriegen, also zum Teil mit roher Gewalt, in blauen, Dresden vor allen Dingen, wenn Sie sich an die Bilder noch erinnern, wie dieser Zug da mit ausgereisten DDR-Bürgern nach dem Willen Honeckers nicht von Prag aus direkt in der Bundesrepublik fahren durfte, sondern über Dresden zurückfahren musste und dann die Dresdner, die DDR-Bürger versucht haben, den Zug anzuhalten oder zu hindern, weil sie gesagt haben, boah, ist ja herrlich, damit rein, da brauchst du nicht 7 Jahre einen Antrag stellen, sondern bis gleich drüben. Also da hat es fürchterliche Schlachten, Schlägereien um den Dresdner Hauptbahnhof gegeben. Wie gesagt, das sind alles Demonstrationen gewesen, wo die DDR-Bürger sich das Recht daraus nahmen. Im Vorfeld des 4. November, weil uns klar war, das wird eine ganz große, oder wahrscheinlich eine ganz große Zahl von Menschen, meinten wir, um dem Staat nicht eine Handhabe zu geben, da eben doch dann ordnungspolitisch einzugreifen, haben wir mit ihnen verhandelt und sie haben uns diese Veranstaltung, mit deren Organisation sie nichts zu tun hatten, haben sie uns genehmigt. Das ist erstmalig in der DDR gewesen und eben in dieser
spannende Zeit. Deswegen darf man ihn an den 4. November 1989 auch erinnern. Herzlichen Dank also für die Anfrage. Wie es mir mit Menschen geht, die zufrieden waren in der DDR, das ist nicht so einfach für einen, der Pfarrer war oder als Staatsfeind Nummer 1 galt. Erinnern Sie sich an die Wahlergebnisse vom 18. März 1990. 85% der erwachsenen DDR-Bürger haben gesagt, deutsche Einheit so rasch und so schnell wie möglich. Die waren also froh, dass sie den DDR los waren. Jetzt sagt man möglicherweise einen hässlich klingenden Satz, aber es ist ja so, ein Mensch, der sich nicht bewegt, der merkt nicht die Ketten, die er hat. Und wer damit zufrieden war, dass er eine Arbeit hatte, eine Wohnung, in der er sich wohlfühlte, der konnte vielleicht so in Ruhe lassen, ganz fröhlich sein. Dem das dann nur nicht ausmachte, was seine Kinder glaubten, dass die möglicherweise anders erzogen worden sind. Also mir fallen nicht so viel ein. Das mag aber auch ein bisschen daran liegen, dass ich eben zum Beispiel in den oberen 10.000, und das sind etwa 10.000 gewesen, keine Kontakte hatte. Die habe ich also erst nachher in der Zeit der friedlichen Revolution erlebt. Und dann sind mir also Offiziere untergekommen, die ich nachher als Minister erlebt habe, denen man ihre Traurigkeit und ihre Niedergeschlagenheit schon ansah, weil die zu den Privilegierten oder offensichtlich Privilegierten in der DDR gehörten, meinten, ihr Leben sei eigentlich für immer in geordneten Bahnen. Und die stellten auf einmal fest, um Gottes Willen, von einem Tag auf den anderen wird es anders. Dass die nicht glücklich waren, ich sehe heute noch so einen Obristen vor mir, der, als ich ihn fragte, wie es ihm ging, er zu mir sagte, ich bin froh darüber, dass ich Opa bin und drei Enkelkinder habe. Und als ich ihn bei dieser Antwort das erste Mal hörte, erstaunt fragte, warum, weil er sagte, das ist der Sinn meines Lebens, ich habe keine Ahnung. Das gibt es natürlich auch. Aber so richtig zufrieden, also in wenigen Fällen sind mir Leute begegnet, die gesagt haben, sie würden die DDR ja nicht wieder haben. Und dann habe ich gefragt, wirklich? Wirklich? 12 Jahre auf ein Auto warten? 16 Jahre auf ein Telefon? Sich darüber freuen, wenn in der Berliner Zeitung nicht 1948, sondern 1984 in der Zeitung drinsteht, also offensichtlich muss es da ein Problem gegeben haben, die Versorgung der Bevölkerung der Hauptstadt mit Frischpetersilie ist ganzjährig gesichert. 84. Und das Schlimme daran ist nicht, dass das da drinnen steht, deswegen haben Sie jetzt geschmunzelt und gelacht, sondern selbst 84 hat dieser Satz und diese Aussage nicht gestimmt. Oder überlegen Sie sich mal, Sie lesen jeden Morgen die Zeitung, habe ich gemacht, seit dem 13. August 1961, und Sie lesen immer, wie erfolgreich, wie herrlich, wie klasse wir sind. Das menschlichste, das humanistischste, das erfolgreichste, das beneidenswerteste Land dieser Erde ist die Deutsche Demokratische Republik. Und wenn man das nur jeden Tag so liest, sagt man, oh, da möchte ich auch gerne leben. Da möchte ich auch gerne leben. Und ich habe mal gefragt, wo ist die denn? Ist die auf dem Mars oder ist die auf dem Mond? Und mir war klar, das muss zwei DDR geben. Jene auf dem Mars oder Mond und die muss wahnsinnig gut sein und dann gibt es die, in der ich lebe. Aber die ist völlig anders als das, was hier beschrieben wird. Und dann habe ich mich gefragt, glauben die das da schreiben? Oder fragen die sich manchmal, was ich denke, wenn ich lese, was die da schreiben? Oder ist denen das etwa, Entschuldigung, scheißegal, was ich denke, wenn ich lese, was sie schreiben. Also es kann einen, der ein bisschen länger und differenzierter nachdenkt, also selbst Gregor Gysi, bin ich zutiefst überzeugt, wenn der hier sitzen würde, der würde nichts sagen. Ich wünsche mir die DDR so zurück, wie ich sie bis 1988 erlebt habe.
Zwischenmenschliche Beziehung, Partner jemanden, herzlichen Dank für die Frage, dass wir Deutschen nach diesem überraschenden 9. November 1989 uns offensichtlich aufeinander freuten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Bilder erinnern, die da auch Ostdeutsche und Westdeutsche sich in der Arme fielen. Oder ich sehe das noch, wie die Trabants und Wartburg so Richtung Westen fuhren, um das erste Mal im Westen zu kicken und einkaufen zu gehen. Das war dann schon ein bisschen kalt. Und die konnten nur ganz langsam fahren, nicht weil sie nicht auch hätten schneller fahren können, aber weil die Autobahn so voll war Richtung Westen. Und dann kamen die also stundenweise, dauerte wahnsinnig lange, und dann standen da ohne jeden Aufruf, aus Sympathie, völlig spontan, standen da Westdeutsche mit Thermoskannen auf der Autobahn und haben den Kaffee und Tee eingegossen. Also wir haben uns aufeinander gefreut. Wir konnten was miteinander anfangen oder meinten etwas miteinander anfangen zu können. Und da haben die Paten oder nachher Partnerschaftsbeziehungen, die in fast allen evangelischen und katholischen Kirchen, meinen Ost-West, oft über viele Jahre liegen, haben da einen wesentlichen Einfluss gehabt, dass wir uns nicht ganz aus den Augen verloren haben. Wir haben in der Samaritergemeinde das sehr, sehr intensiv gepflegt und haben zusätzlich noch, als es dann um die Frage der Konfrontation der Blöcke ging, uns bewusst mit Beschlüssen des Gemeindekirchenrates in Norwegen, in Schweden, in den Niederlanden, in England und in den USA und zweien in Westdeutschland, also insgesamt 7 Gemeinden besucht, mit denen wir Partnerschafts- und Friedensverträge gemacht haben, Kooperationsverträge. Da haben wir uns bewusst 7 Gemeinden in NATO mitgenommen. Und ja, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, statt des 9. November als vertane Chance. Könnte man denken? 9. Oktober, achso, nicht 9. November. 9. November war strittig, aber der 9. Oktober Leipzig. Ja, die Leipziger sagen das heute. Man muss wissen, wann das entschieden worden ist. Als das entschieden worden ist, hätte ich mit dem Thema, mit dem ich Sie heute versucht habe zu fesseln und zu unterhalten, keine Chance gehabt. Oder Sie hätten mich spätestens nach der ersten Viertelstunde gefragt, na meine Güte, das hat doch Karikier ist ein bisschen, das hat doch alles Helmut Kohl gemacht. Also, dass das ein viel komplexerer Vorgang gewesen ist, dass der eine Geschichte hat in Deutschland und in Europa, das, glaube ich, ist in den letzten 2-3 Jahren erst zumindest in eine breite Bewusstsein hineingekommen. Wenn wir das heute entscheiden würden, würden wir vielleicht nicht mehr den 3. Oktober, der so ein letztlich zufälliger Tag gewesen ist, hinnehmen. Aber ich habe keine Lust, öffentlich mich dazu mehr zu äußern, weil ich glaube, also das würde der Sache schaden, wenn wir jetzt nochmal so eine Debatte anfangen würden und dann versuchen würden, von einem Termin auf den anderen zu schieben. Ansonsten der 9. Oktober wäre ein schöner Tag. Auch der 17. Juni ist im Nachhinein nochmal ein schöner Tag. Und ich hoffe, dass wenigstens daraus ein offizieller Gedenktag wird. Feiertag will ich ja nicht mehr, aber ein Gedenktag, weil ich es für ganz wichtig halte, dass wir uns unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, erinnern. Nicht vergessen. Sie können ja rein theoretisch, wenn Sie wollen, ich hatte so einen Vater, der hat davon geträumt, all seinen Kindern ein Haus zu schenken und meinte dann an seinem Sterbebett, wollen wir alle heulend dastehen und sagen, was bist du für ein lieber Mensch gewesen, du hast uns allen ein Haus geschenkt. Nach meiner tiefen Überzeugung, das Entscheidende, was wir unseren Kindern oder Enkelkindern mitgeben können, sind die Erfahrungen und Weisheiten unseres Lebens, das, was wir erlebt haben. Und deswegen müssen wir erzählen, müssen wir darüber berichten, was wir erlebt haben. Wie zum Beispiel, wie wichtig und wie kostbar Demokratie ist und dass die davon lebt, dass wir uns da einmischen. Sie versuchen besser zu machen. Natürlich ist die auch nicht ideal. Sie notfalls aber auch verteidigen. Und deswegen bin ich letztlich hierher gekommen. In der Hoffnung, dass Sie mit dafür Sorge tragen, dass nicht ein Drittel von uns Deutschen keine Antwort auf die Frage weiß, was der ihrer unserer Meinung nach wichtigste Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie ist.
für einen sehr ergreifenden, einen sehr reichen Abend, der sehr viele Einblicke gegeben hat in das Innenleben, in die Gefühlswelt, in das Empfinden eines Oppositionellen in der DDR. Seine Eindrücke, seine Erfahrungen, seine Erlebnisse in diesen Jahrzehnten, aber auch in diesen ereignisreichen Wochen und Monaten des Herbstes 1989 im Blick auch auf den Vollzug und die letztliche Realisierung der deutschen Einigung. Wir haben erlebt, meine Damen und Herren, einen Betroffenen, einen Zeitzeugen und einen Akteur, einen auch Gestalter der deutschen Einigung. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, lieber Herr Eppelmann, dass Sie die Zeit genommen haben, zu uns nach Hildesheim zu kommen und diesen sehr, sehr eindrücklichen und sehr, sehr wichtigen Vortrag gehalten zu haben und auch noch bereit waren, auch in der Diskussion Rede und Antwort zu stehen. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür.